So, und damit ein herzliches Willkommen heute hier bei der Liga B bei Simsport Racing. Mein Name ist Hannibal Antoine und heute bei mir an meiner Seite der liebevolle Ali Derkum. Moin, moin. Moin zusammen. Ja, Ali, wir haben ja heute nicht gerade ein prall gefülltes Fahrerfeld. Schießen mal los, wen dürfen wir denn heute überhaupt alles auf der Strecke begrüßen? Also, das ist das Team, SRT-Team mit Anton Stoner, Tobias Deutona, dann AGP Sim Racing mit Marco Erdmann und Andreas Watzi, dann für Falken Motorsport Junior heute komplett mit Andy und den einen neuen Fahrer, jetzt aufpassen, wie ich ihn ausspreche, Röhini Driver. Ja, Röhini Driver. Röhini Driver, genau. Dann leider für Chaos Crew nur der René Kramer, der Sven Beber muss arbeiten, hat glaube ich Spätschicht, Nachtschicht, irgend sowas. Dann Garage 51 mit Ottmar P. und Mario Wilgut. Aber einer müsste beruflich unterwegs, ich weiß es leider nicht wer. Ottmar P. ist aber online. Dann haben wir MPM Junior, Mark Short, Mike Westerwald. Project Pain Racing, Matze Lico und Mario Sochter. Ja, Chaos Crews hatten wir schon und leider auch nicht dabei ist Black Tiger Racing. Keine Fahrer heute. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Damit ist das Fahrerfeld heute wirklich knapp bemessen. Wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe, sind mir dann auch nur 11 Mann auf der Strecke oder 12. Ja, richtig. Ich muss noch gerade die Leute einladen. Mal gucken, wie ich jetzt vergessen habe, wen ich nicht vergessen habe. Erster Teil ist schon raus. Müsste denn Hammer nehmen? Na gut, der erste ist jetzt schon da, der Tobias Daytona, Teamkollege von Anton Stoner. Jetzt warten wir noch auf den Rest. Es ist 19.46 Uhr, das heißt, die Leute müssten sich jetzt ja so langsam einfinden, dass wir pünktlich starten können und da kommen auch schon die ersten rein. Mark Short, Ottmar P. sind jetzt auch mit dazu gestoßen. Ja, so ist auch so Mario Wehlgut nicht da. Muss ich schon mal die Leute suchen hier und die sind da. Andreas Watzi, Marco Erdmann sind drin, ne? Kannst du mal bitte gucken? Bitte was? Ist der Marco Erdmann? Und Andreas Watzi? Nee, ne? Noch nicht. Nee, ist er noch nicht da. Nee, wir warten einfach ab, bis die Leute hier komplett da sind. Mark Short, René Kramer. Da ist noch teilweise Leute wieder offline unterwegs. Das heißt für mich natürlich keine Einladung. Eigentlich schon. Offline-Kontakte werden eingeladen, Ali. Okay, dann muss ich mal runterscrollen bei so vielen Leuten. Matze, die habe ich, Sven kann nicht. Mal suchen hier. Ja, sieht nur noch nicht besonders voll aus hier, unsere Truppe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nur dürfen sie nicht allzu lange warten heute. Damit ihr heute wirklich alles einen geregelten Ablauf hat und wir im Zeitplan drinnen bleiben. Aber Ali, heute ist mir auch was Witziges passiert. Kurzen Teststream gemacht, weißt du, und auf einmal OBS hat meine Stimme so dermaßen nach oben gepitcht. Ich habe mich angehört wie Schlumpf auf Helium.
Oh Mann, 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 Mann. Gott sei Dank war es auf dem Privatkanal. Da kannst du nämlich keiner mehr angucken. So, jetzt guck ich gerade mal kurz. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12. 12 Fahrer müssen wir sein. Also bei 14 von 18 können wir dann starten. 6 Minuten warten wir jetzt hier noch maximal. Ja, und deiner Einschätzung, wer wird denn heute alles auf dem Podium landen, der Anton Stoner, hat heute melden lassen über seinen Sprecher des Teams, dass er doch extrem übermüdet ist aufgrund seiner Nachtschicht und zumindest geistig nicht voll auf der Höhe ist. Kann ihn das halt irgendwie negativ beeinflussen beim Fahren? Also könnte sich das negativ auf sein Endergebnis halt auswirken? Ah, schwer zu sagen. Eigentlich ja, aber doch nein. Ich glaube, wenn man jetzt erstmal vorm Rennstart, ich weiß nicht, ob ja, bei mir ist es so hellwach, ist man doch ein bisschen aufgeregt. Also ich glaube kaum, dass man dann da schnell einschläft oder Müdigkeit vorkommt. Ich denke mal, der wird es doch packen. Mit Marco Erdmann bestimmt im Nacken oder auch umgekehrt. Man weiß nicht, die Zeiten her vom Quali jetzt, wer heute vorne steht. Schauen wir mal, aber hier Tobias Doltona auch richtig flott auf der Strecke. Da, von den anderen weiß ich jetzt nicht. Der Sven Weber, der sollte eigentlich auch immer flott unterwegs sein, aber der kann leider heute nicht. Schade. Ich habe heute im Acura den Mike Westerwald mit auf dem Zettel. Der Acura hat ja hier mehr oder weniger fast ein Heimspiel. Ist zwar die amerikanische Marke von Honda, der amerikanische Edeltuner, aber trotzdem Basis Honda und vielleicht könnte ja Honda hier in seinem Heimatland, in Japan, doch ein gutes Ergebnis mit abliefern. Mike war jetzt die letzten Rennen doch schon sehr stark unterwegs. Ja, von Mike, alter Hase, ne? In der SSR. Aber auch sein neuer Teamkollege Mark Short, der jetzt die letzten drei Rennen, ich glaube seit Indianapolis ist er mit dabei, mit ihm bestritten hat, der hat sich auch sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Ja, der Marc, also ich habe auch schon privat mit ihm mal hier und da mal gefahren, also ist ein richtig guter, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier also auf jeden Fall mal kurz das Wetter mit eingeblendet für das heutige Rennen und zwar im Qualifying wird es etwas heiter, das heißt, ist im Endeffekt fast perfekte Bedingungen für die Fahrer. Die Sonne scheint, Strecke ist warm, sollte also keine Probleme geben, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Im ersten Sprintrennen läuft es dann sogar noch etwas besser für die Jungs. Die erste Phase ist dann wirklich absolut wolkenfreier Himmel, klares Wetter, bevor dann wieder so die ersten Wölkchen aufziehen und dann im zweiten Sprintrennen verdichten sich die Wolken etwas, bevor sie dann wieder komplett verschwinden. Da wird es dann erstmal wolkig und gegen Ende des Rennens wieder klar. Also für Japan ja, etwas ungewöhnliche Wetterbedingungen, aber optimal für Fahrzeugmaschine und für die Menschen. Von daher sollte man sich da überhaupt keine Gedanken machen. Ich hoffe einfach nur, dass die Jungs hier ihr Setup optimal abgestimmt haben. Oder, Ali, was denkst du? Wer wird heute hier so mit seinem Fahrzeug überraschen in Sachen Setup-Strategie? Sind es wohl möglich wieder die Jungs von Project Pain Racing mit ihrem Ferrari, die ja wirklich absolute Überraschung und Monster waren? Oder hast du dann doch lieber jemand anders auf dem Zettel, der hier eine kleine Überraschung abliefern kann? Ich meine, das ist ja ein Sprintrennen halt, ne? So also die Überraschung, ja, ist immer schwer zu sagen. Also Project Pain finde ich eine sehr starke Saison bis jetzt. Ich glaube, die sind noch Teamwertung 2 auf P2. Die dürfen wir auch nicht unterschätzen, weil die fahren auch zwar unauffällig, aber immer weit vorne. So, jetzt habe ich, wir haben 13 von 18. Es sollte noch einer da sein. Ich muss gerade mal gucken, Hannibal. Ja, einer die fehlt noch. Marco Erdmann ist drin und das Watzi ist drin. Andi und Freiber. Es müsste der Teamkollege von Andy Lassenier sein, Röni Driver. Richtig, dann habe ich aber auch schon eine Einladung geschickt. 2 Minuten haben wir noch, bevor wir dann das Go geben.
Ja, schade, ein kleines Fahrerfeld heute. Sehr, sehr schade. So, und Tim, ob der Andy Lassenier heute richtig fährt auf der Strecke, das fragt er am besten einfach mal das SSR-Orakel auch an die anderen Zuschauer. Na, ihr könnt gerne das Orakel befragen, mal gucken, ob ihr da eine intelligente Antwort bekommt. In Klammern, kleiner Tipp, ich denke mal eher nein. ja, einfach Ausrufezeichen SSR-Orakel und dann einfach eure Frage mit hinterher schreiben, solange es eine Frage ist, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Chat schreibt auch gerade, ein Renndatum stimmt nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das also doch der 27.04. war. Jetzt stimmt's doch, 27.04. 27.04, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ja. Doch, doch, das sollte eigentlich richtig sein. Also ich bin mir sicher, das ist das Richtige. Oh, ja. Ja, siehst du, wurde das schon umgeändert. Sehr schön. Alles klar. Ja, der René Kramer hat geschrieben, vielen Dank jetzt schon mal an die Mods. Ja, gern geschehen. Wir haben uns da gemeldet und René, wir wünschen dir heute auf jeden Fall jede Menge Glück für das Rennen. Ich schalte jetzt hier ganz kurz nochmal um und geben dann den Anton das Go, damit er hier starten kann. Würde man sagen, bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf der Strecke, Ladezeit schön überbrückt und da fährt schon der erste raus, ein Acura, das dürfte Mike Westerwald oder Mark Schott sein, gehen wir da am besten gleich mal da drauf. Auf wer war das? Auf den Acura, auf Mark Schott, ja genau, er ist es. Ja, genau. Ist und da renne ich Kramer gleich als erstes hier mit voraus. Ah, da fährt aber noch ein Auto davor, war da? Ja, das gesehen? Müsste Marco Erdmann ja, gewesen sein, so wie das aussah. Ein schwarz-weißer BMW. Ja, das ist Marco Erdmann, definitiv. Aber bleiben wir da jetzt einfach mal auf dem Mark Short mit drauf. Kleines exotisches Fahrzeug auf einer äußerst exotischen Strecke. Wir blenden hier nochmal ganz kurz das Wetter mit ein für die Zuschauer. Wir haben jetzt hier im Qualifying heitere Wetterbedingungen. Es sollte also wirklich ausreichen, um eine bombastische Zeit hinzulegen, jenseits der 40. Also ich rechne fest damit, dass heute der Durchschnitt Minimum tiefe 39 fährt, bis mittiger 38 und vielleicht sogar die Spitze 37, 36. Ich lasse mich da ganz gerne überraschen. Wir werden es sehen. Sehr tiefe 37er, vermute ich mal. Also ich vermute definitiv, dass Anton und Marco Erdmann hier die 37 tief fahren können.
wenn nicht sogar eine 36. Aber da lassen wir uns ganz gerne überraschen. Ja, die Frage ist, weich oder hart? Von den Reifen her. Ja. Ich kenne gerade die Temperaturen nicht, die Streckentemperatur. Also du kannst dir wirklich fest davon ausgehen, dass die Streckentemperatur hier weit über 35 Grad sein wird. Also ich gehe fest davon aus, dass man hier auf den harten Reifen fahren wird. Der weiche Reifen würde hier wohlmöglich wirklich nur für eine, maximal zwei schnelle Runden reichen. Das war ja nun bei uns im Nebel ganz genauso gewesen. Dass die weichen Reifen gerade mal für zwei Runden gut waren und dann keine Chance mehr weiter. Und da war die Strecke sogar noch kühl gewesen. Mit gerade mal 22 Grad. Also. Ja, da hat es leider nur für eine Runde gereicht. Bei der zweiten Runde war es schon rutschig. Ja, da hängen natürlich viele Faktoren mit davon ab. Na, neben dem Wetter, da spielt auch das Setup eine ganz große Rolle, wie lange die Reifen wirklich halten, wie gut du die in dem optimalen Fenster drin halten kannst. Aber einfach in Fuji war es wahnsinnig schwierig, da drei Schnellrunden am Stück auf dem weichen Reifensatz zu fahren, selbst trotz dessen, dass die Strecke relativ kühl war. Ja, Grüße von Yellowbird, liebe Grüße zurück hier aus der Moderatorenkabine an Yellowbird und natürlich auch an Merlins Mama und auch an Merlins Bruder, den ich heute kennenlernen durfte. Ja, dann haben wir hier bald den ganzen Wolf-Clan hier bei SSR um uns herum versammelt. Ja, jetzt müssen wir langsam die ersten Zeiten eintrudeln von dem Marco Erdmann, wenn er sich nicht zurückgezogen hat vorher schon. Und Ali, auch nochmal liebe Grüße von dem Schrammler 92 und zwar vom Ricardo Schramm. Auch liebe Grüße zurück an dich. Und ich grüße natürlich ganz besonders alle Zuschauer, die hier heute mit eingeschaltet haben. Pünktlich zum Qualifying. Ali, wir könnten uns ja jetzt mal einen anderen Fahrer raussuchen. Pickt da mir jemanden raus? Ja. Auf wen könnten wir denn mal gehen? Ja, gehen wir mal auf den Falken BMW. Oh, genau in dem Moment, als du umgeschaltet hast, hat man gesehen, René Kramer verliert seinen gelben Porsche. Ich glaube, das war es dann jetzt also mit seiner schnellen Rundenzeit. Und Andy Lasagnel jetzt sein zweites Rennen unter der Flagge von Falken Motorsport. Aber nicht im Porsche, sondern im BMW M6. Sieht auch deutlich besser aus als die Schubert-Lackierung. Nein, Marco Erdmann auf 1,37643 oder 663, ich sehe es gerade nicht, das ist glaube ich ein bisschen zu weit weg. 643 ist es. 643, genau, sonst wird er auf 2 stehen und Anton Zoner 37661. Gerade einmal 18.000stel dahinter, also das ist wieder das alte Lied und vor allem das auch die alten Bilder, wie wir sie schon aus den Rennen zuvor immer mitgesehen haben. Dass die beiden sich hier wirklich auf die Tausendstel Runde für Runde jetzt immer weiter nach vorn kämpfen werden. Und die Rundenzeiten immer schneller werden, wenn auch nur signifikant. Aber ich glaube, damit haben erstmal alle gerechnet, dass Marco Erdmann hier erst einmal die Rundenzeit vorgibt. Ja, schon wieder eine neue schnellste Runde, 37.380. Oh, eine ganz starke Runde. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie der Anton darauf reagieren wird. Aber Andy Lasagnel fährt jetzt gerade über Start und Ziel. Was wird es bei ihm werden? Und Andy geht damit vorerst auf P8 und wird aber auch gleich wieder zurückgedrängt. Da muss er gleich noch eine Runde mit ranhängen. Wir mal auf den Wagen. Oh, wir haben hier wieder drei MAR dran. Das ist ja richtig schön. Ja, Mario Sorg, auf den wollte ich auch drauf gehen, mal ein Ferrari im Bild zu haben. Ja. Und ich glaube gerade die Project Pain Jungs, die werden sich freuen, denn jetzt in wenigen Tagen wird noch der 488 Challenge in drei Varianten zur Verfügung stehen. Da wird es da bestimmt auch mal so ein kleines Fun-Event geben. So ein kleiner Hinweis an die Zuschauer. Ja, und der Mario Soda, der zweite Österreicher hier,
in Japan unterwegs neben Anton Stoner. Ich hoffe ja mal, dass wir ihn heute wieder in den Interviews mit hören. Der hat sich ja wirklich auch sehr, sehr gut mitgemacht. Nachdem es ja in der Saison davor immer etwas bergauf, bergab ging. Und Ricardo, auf jeden Fall vielen lieben Dank für deinen Host. Und auch Markus Lang, moin moin. Und für die Zuschauer, die jetzt hier nicht ganz oft mit dabei sind oder eventuell neu mit dabei sind, hier haue ich euch mal noch einen kleinen Link mit rein. Denn bei YouTube findet ihr dann auch alle Rennen, die bisher gefahren worden sind. Hierbei ist es eher zum nachträglichen Anschauen. Der Mario, Entschuldigung, der Mario Sochter schiebt sich hier auf P2 mit der 1,37,5. Verdrängt somit erstmal auf Anton auf die 3. Ja, das wird den Anton gar nicht schmecken. Aber Anton, 37,240 geht damit sofort auf P1 und zurück in die Box. Marco Erdmann damit jetzt im Zugzwang. Anderthalb Zehntel Sekunden auch dahinter. Der Mike Westerwald, gehe ich jetzt mal kurz drauf, und mit einer 1,37,9, dann ist es auch schon eine Wahnsinnszeit, finde ich. Ja, komm, wir fangen gleich mal eine Runde Onboard hier beim Herrn Westerwald mit. Ja, und da sieht man das, wie kompakt der Acura in Wirklichkeit ist. Aber schön sauber aufgeräumtes Cockpit, das gefällt mir immer wieder gut. Moin Yasin. Moin Yasin. Tobi, der Donner hat sich auch schon wieder verbessern können auf die P5, 38,086. Ah, da kommt noch was von ihm, das weiß ich. Aber auch keine Zeit, die über 1,40 ist, auch schon Respekt. Also ich würde mal sagen, sowas erwartet man ja auch von der Liga B, ne? Das ist unsere zweitstärkste Truppe hier in der gesamten Liga. Und da darf man doch schon erwarten, dass man hier unter 1,40 fährt. Oh, Mike zieht sich zurück. Fehler. Dann gehen wir mal auf den Porsche rein. Von außen sieht er am schönsten aus. Ja, Merlin, danke dir. Danke, danke. Ja, der René Kramer muss heute hier leider alleine für sein Team die Punkte holen. Sven Webber, der von den beiden ja doch offensichtlich der stärkere Fahrer war, ist heute beruflich leider etwas verhindert und kann nicht antreten. Damit René Kramer wirklich im Zugzwang, ein gutes Ergebnis abzuliefern. Und bisher, es könnte besser aussehen. 38,656 in seinem Porsche, seine bisher beste Zeit, geht jetzt auf eine Hotlap. Aber ich finde es immer wieder genial, was der Porsche für eine röhrende Drecksau ist. Der Sound gefällt mir auch richtig gut und da hat die Drecksau mal richtig gerührt. Rutscht hier noch vor Abschluss Sektor 1 wieder von der Strecke. Es sieht nicht sonderlich gut aus für ihn. Er hat aber noch 24,5 Minuten Zeit, sich hier zu verbessern. Das heißt, die ersten 10 Minuten sind jetzt schon rum. Ist noch reichlich Zeit, aber die halbe Stunde ist auch verdammt schnell rum, Ali, oder? Das haben wir ja selber in Liga A gemerkt im Regen. Ja, okay. Das Qualifying ging eigentlich. Regenrennen hätte schneller vorbeigehen müssen. Ja, also habe ich mir auch gedacht, gerade im ersten Sprintrennen, als mir rundenlang einer der beiden Audis im Genick drin saß. Wahnsinn, ne? Das Qualifying war so schnell rum und ist gerade mal 10 Sekunden kürzer gewesen als das Rennen. Tja, Pustekuchen. Ja, und dann sag ich mal, im Qualifying, wenn man weiß, dass man fährt die Zeit und man schafft die nicht, dann wird der Druck noch höher und, ja. Davor geübt, fährt man eine Runde, hat man die Zeit und dann hat man gedacht, okay, machen wir das im Qualifying, na, Pustekuchen. Das habe ich mir anders vorgestellt im Qualifying. Eine Runde fahren, Zeit setzen und eine halbe Stunde Pause machen. War aber leider nicht so.
Ah, ich glaube, wenn man in der Liga A fährt, dann bleibt einem eigentlich überhaupt keine Möglichkeit zum Pause machen. Da bist du ja wirklich immer am Trainieren, 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 Trainieren. Um da Ja, das, wirklich ich den habe auch Anschluss mal zu mit halten. den, ja, ich habe auch mit ein paar Fahrern schon gesprochen, auch eher Liga B oder generell, wenn man oben mitspielen will oder generell gut dabei sein, sollte man echt trainieren. Es ist ohne Training ein Rennen zu bestreiten, das ist dann lieber nicht fahren oder Ohne Treffer. vorsichtiger fahren, Leute einfach ohne Träfer einfach die Leute vorbeilassen. So, das Wetter sollte ja jetzt erstmal klar sein für heute, na? Wir haben Und schönes Wetter haben die. auf jeden Fall perfektes Wetter. Und ich blende jetzt einfach mal die momentane Fahrerstandings ein. Ich hoffe, man kann es relativ gut erkennen. Falls nicht, ich kann es auch immer noch etwas vergrößern. Ist ja etwas halbtransparent Ja. mitgehalten. Ja, und wen haben wir denn da aktuell? Das, ah, nee, erkennt man doch etwas schwierig. Aber ich kann es ja Ja, vorlesen, aber das Series Racing macht Team das. auf P1 mit 319 Punkten. Danach haben wir schon Project Pain Racing, die beiden Jungs im Ferrari mit 257 Punkten. Doch der Abstand relativ groß. Aber momentan auf dem Aufsteigerplatz. So, wen haben wir denn da noch? Ja, wer ist denn momentan auf P3, Ali? Schalt da mal bitte ganz kurz hin. Das wäre jetzt interessant Müsste zu der wissen. Mario Sochter sein. Das ist auch Marius, oder? Sehr schön. Ja, Mittlerweile Akib. P1, Marco Erdmann hat sich vorgeschoben wieder. Ah, und der Marco Erdmann, der hier momentan die Pole hat, der muss heute auch mal wirklich richtig Gas geben. Jetzt zum Saisonabschluss, denn AKP Sim Racing ist hier 65 Punkte hinter Project Pain mit 191 Punkten. Das heißt, Erdmann, Watzi müssen jetzt zum Saisonende richtig Gas geben. Es sind jetzt wirklich nur noch die letzten vier Rennen, bevor es dann auf die Schleife geht. Ja, 191 Punkte. Die Chaos Crew Motorsport mit 179 Punkten, gar nicht so weit weg von AGP. Die haben also auch noch alle Karten in der Hand, sich zumindest den dritten Platz zu holen. Da müsste dann aber Sven Weber auch die letzten vier Rennen wirklich mitfahren. Ja, das MPM Junior Team mit 161 Punkten momentan auf P5. Ja, Garage 51. Die sind mit 139 Punkten auf P6. Black Tiger, die ja heute überhaupt nicht antreten, mit 135 Punkten auf den siebten Platz und wirklich ganz, ganz, ganz magere Ausbeuter ist momentan bei Falken Motorsport. Gut, die sind erst brandneu mit dabei. 18 Punkte, ich glaube, da ist der Abstieg schon fast vorprogrammiert, es sei denn, die legen jetzt die letzten Rennen richtig hart nach. Dass die sich noch auf den siebten Platz retten können. Es wird aber fast eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit werden. Ja, und VRT Falcon Sim Racing haben sich ja leider abgemeldet. Und ich glaube, Abstieg oder kein Abstieg, na, spielt da gar keine Rolle mehr. Ja, aber auch schade für Falken zum Beispiel jetzt mit 18 Punkten. Schade, ich sollte mit einem Fahrer antreten, weil Black Tiger Racing heute mit gar keinem Fahrer an den Start ist. Geht, verlieren die auch natürlich ziemlich viele Punkte. Ah, Ottmar Piet zieht sich wieder zurück. Oh, habt ihr einen Wunsch, auf wen ich mal gehen sollte? Andreas Watzi, den hat noch gar nicht im Bild gehabt. Bleiben wir mal bei Richtig, dem. immer bei Watzi drauf, kein Problem. Da Ja, musste sich jetzt der Ali hier so. wegen was verkneifen. Ja, richtig. Aber der ist auch recht zügig unterwegs. 1,38, 1,89. Finde ich eigentlich schon eine gute Zeit. Aber für die Spitze, ne, schon eine Sekunde dahinter. Ist schon Wahnsinn. Was die zwei da vorne machen, der Marco und der Anton. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, Andi und Andi, P7 und P8. Anton Stoner lässt jetzt hier ganz kurz rollen, die ganzen Fahrer vorbeiziehen. Ich glaube, da wir jetzt gleich nochmal auf seine schnelle Runde draufgehen und dafür freien Verkehr Nee, haben. glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Sekundenschlaf.
Sekundenschlaf, ja, ist gut. Ja, ist mir schon eingeschlafen. Das hatten wir ja auch gemeldet. Böse Zungen würden ja jetzt behaupten, der Marco Erdmann hat dem Anton hier Schlaftabletten in seinen Tee reingemischt. Ah, dann wäre es aber trotzdem eine Wahnsinnszeit, ne, von dem Anton. Ja, das auf jeden Fall, aber der muss jetzt nachlegen. 87.000stel bloß dahinter, das ist ein Wimpernschlag. Und der Tobias Deutona jetzt mit einer 137.891 konnte auf P4 vorrücken. Gehen wir doch mal auf den Admiral P drauf in seinem Renault. Ich glaube, den hatten wir ja noch gar nicht im Bild. Und der war ja auch wirklich ganz großer Verlierer im letzten Rennen. Oder war das ein Teamkollege Mario Wehlgut? Ja, ich glaube, das war Mario Wehlgut, der in Algarve wirklich 300 Meter vor der Startlinie liegen geblieben ist. Richtig Pech gehabt. Aber ich denke mal, dieses Mal dürfte da nichts verkehrt gehen, dass ihm der Sprit ausgeht. Und ich kann mir jetzt vorstellen, der Yasin wird sich denken, wenn der den Renault sieht, so ein Kackauto. Ja. Mich würde ja sowieso erstmal generell interessieren, warum sich die Teams für den Renault entschieden haben. Ich finde, das Auto ist von der Performance im Allgemeinen echt nicht verkehrt. Es gibt aber doch so ein, zwei Autos, die können genau dasselbe und das auch noch etwas besser. Und wie würde sich denn der Yasin überhaupt nächste Saison in der Liga A schlagen, wenn er denn auf einem anderen Auto unterwegs wäre? Genauso wie Ottmar P. oder Berti Fuhrmann, Steen Hunter, die ja alle auf dem Renault mit unterwegs sind und doch etwas die Erwartungen gedämpft haben mit den bisher eingefahrenen Ergebnissen. Außer Yasin natürlich, der hier einen Wahnsinnsritt hinlegt. Aber jetzt gerade hier in der Liga B, die ganzen Renault-Teams, die dämpfen doch die Erwartungen mit ihren eingefahrenen Ergebnissen. Da würde mich echt mal interessieren, wie würden die sich schlagen, wenn man die in ein anderes Fahrzeug setzt. Ich denke mal, der Yasin wird mit jedem Fahrzeug schnell sein. Aber ich finde es auch schön, dass die Leute, sag ich mal, den Renault genommen haben. Die waren auch mal kurzzeitig schon dran, aber ich war nicht so dafür für den Renault. Ja, ich muss sagen, der Renault ist für mich eigentlich kein GT3-Fahrzeug. Den gibt's ja so eigentlich gar nicht. Das ist ja entstanden durch eine Kooperation mit Renault Sport, ne, die den Original RS01 als Cup-Fahrzeug da mit Telemetriedaten einfach nochmal etwas angepasst haben und da zusammen mit Slightly den Wagen konvertiert haben, dass er den GT3 Regularien entspricht, na? Aber ich sag mal so, hätte man ein Exot hier noch unbedingt mit dabei haben wollen, ja, dann hätte man doch bitteschön den Radical SR8 GT3 genommen, na? Weil den gibt's wirklich, der sieht verdammt geil aus, ne? Und als GT3-Fahrzeug springt er absolut den Rahmen, was Design angeht. Ali, wir könnten ja mal die Kamera umschalten, weil ich habe hier ein merkwürdiges Bild. Merkwürdiges Bild, ja, ne, der Andi hat sich jetzt auf, was war das jetzt, auf P4 vorgefahren. Ja. Dahinter Andi Razzaniel. Und der Marco Erdmann, der kratzt hier an der 36, hat sich nochmal verbessert. 37.097. Das klingt ja schon fast wie eine dubiose Vorwahl. Also Anton, leg mal nach. 143.000stel ist er jetzt dahinter und auch der Mario Sotta ist nicht gerade weit weg. Ja, und Vazzi und Lasagnel, die beiden haben sich jeweils um 3 starke Plätze verbessert. Ja, sau stark. Somit den Tobi natürlich hinter sich gelassen. Ja, Yasin, auch wunderschönes Auto, der SCG 003 von der Scuderia Cameron Klickenhaus. Traumhaft schönes Auto, aber wenn ich mir hier 2 GT3-Fahrzeuge wünschen dürfte,
die dann auch definitiv kommen, ist einmal von Ahls Motorsport der Ford GT. Das ist ein Männerauto, das ist ein feuchter Traum als GT3-Fahrzeug. Und auch noch ein richtig schöner Exot, wie ich finde, ist der Jaguar XKRS als GT3-Variante, der damals in der europäischen GT3-Meisterschaft bis 2011 mitgefahren ist. Auch ein wunderschönes Auto. Ja, und Ottmar Pi nach wie vor auf P11. René Kramer, auch nicht verbessert, ist auf P9 verweilt. Und Mike Westerwald, der doch mal kurzzeitig auf P4 war, liegt jetzt doch wieder mit einer starken Runde von 37,968 wieder auf P8. Aber die ersten 8, ne, alle unter die 38, ne? Ja, und vor allem, wie eng das hier zugeht, ne? Wenn man jetzt Mike Westerwald und den Mario Wilgut betrachtet, ne? Es sind keine 35.000stel, die da auseinander sind. Und genauso fehlen dem Mario Wilgut auf den Tobias Daytona auch nicht einmal 50.000stel. Das ist wirklich verdammt eng davon, ne? Und auch zwischen Andy Lassaniel und Andreas Wazzi, knapper geht's doch eigentlich fast gar nicht mehr. Und der Andreas Wazzi ist auch nur ein Katzensprung vom Mario Sutter entfernt. Also die Jungs, die sind heute wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs und haben so knappe Abstände. Und der Mazzelico hier ein schwerer Fehler auf seiner Hotlap, ja, und blockiert damit, ja, auch noch den Andy Lassaniel auf seiner Hotlap. Ah, schade, schade, da muss er noch eine Runde ranhängen, aber ich glaube, der Mazzelico wäre doch jetzt intelligenter dabei gewesen, ihn eher durchzulassen. Weil jetzt ist auch René Kramer hinten dran und der muss hier auch wieder abreißen lassen. Es kostet alles Zeit. Da werden sich die Fahrer sicher etwas ärgern. Ja, dann gehe ich mal nochmal auf den Tobias drauf, der ist heiß. Ist Mark Short auf P7? Ja, es steht ja oben gerade Tobias Daytona 6, 5 Andy Lassaniel und 7 Mark Short. Tatsache. Ja, dann danke für die Info, Marcel. Ja, heute natürlich wieder mit 3 MAR, ne? Also wir würden eine volle Liga kriegen mit MAR-Typen. Sehr viele unterwegs hier in der SSR. Oh, kommt der bis zu weit raus. Und jetzt haben wir ja nun schon einige Zuschauer wieder hier bei uns im Kanal mit dabei, die das Ganze live mitverfolgen. Da kann ich mir ja mal welche raussuchen, die ich hier begrüßen will. Und der erste, der mir auffällt, mein Teamkollege Christian Wolf, ich grüße dich. Conny Linkos, Domenico, Frank Poulsen, Frank Slow, Gerd Mixi mit dabei, Gilles Piron, Komet, glaube ich, ein neuer Zuschauer. Oh, was ist jetzt los? Hat sich mein Lenkrad aus Versehen eingeloggt. Ja, Kenwolf89 ist mit dabei, Markus Lang schaut jetzt auch hin und wieder mit zu. Der kleine Umi, also Fruchtzwerg Junior, ist mit dabei. Kannst du mal deinem Bruder einen lieben Gruß ausrichten? Da können sie auch mal wieder blicken lassen. Würde mich freuen. Patrick Benjek, Patrick Schupitzi, Grüße gehen auch raus an dich. Ragefruit ist mit dabei. Tweety, der Neuzugang bei Yellowbird Motorsport. Yannick Beckham Junior, hier auch wieder als Rennleiter mit dabei. Der Yassin ist mit an Bord. Sascha Lambi, Karstuk auch mit dabei, Gariont, und ich denke mal, damit haben hier schon einige mit gegrüßt. Sind wir Carol jetzt auch mit zugeschaltet? Also hat sich doch nichts geändert hier, immer noch. Ah, doch, Anton auf 1, Anton auf 1, 1,37,042. Also ich glaube, noch knapper geht's hier fast gar nicht mehr an, nee, die 36. Und Anton bleibt aber auch draußen auf der Strecke. Geht er gleich mal mit drauf? Gehen wir mal kurz ins Cockpit und fahren da mal eine Runde mit.
Da können wir uns ja vielleicht doch nochmal so die eine oder andere Linie bei ihm abgucken. Es kommen jetzt nach ihm zwei weitere Ligen nach der Liga B, die hier auf Fuji noch fahren müssen. Und da kann wohl möglich der eine oder andere noch was lernen. Ja, und die vielen Fehlzündungen bei dem BMW, die klingen natürlich schon geil. Knallt und hämmert hinten aus dem Auspuff heraus. Nein, nicht hinten, Seite. Klugscheißer? Ja, Sidepipes. Ja, dann guck dir mal den Audi 90 im Sakitio an. Da weißt du, was eine Sidepipe ist. Mhm. Ah, kann er sich jetzt noch verbessern? Schauen wir mal. Und Marco Erpenlauer auch auf die Strecke. Er muss. Noch 7 Minuten. Ah, hat nicht gereicht. Ne, hängt aber direkt noch eine dran. Dann schauen wir doch mal, ob er das denn jetzt schafft, sich nochmal zu verbessern und die 36 zu knacken. Ich glaube, er hat wirklich definitiv das Ziel. Und wie er den Wagen hier in die Kurve reinwirft, Wahnsinn. Aber ohne Zeit zu verlieren, muss man ja auch mit sagen. Also muss man auch erstmal schaffen. Tobi derweil auf die 7 verdrängt worden. Schade, schade, schade. Ja, Markus Lang hat geschrieben, das Auto sieht unruhig aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das dir so vorkommt durch die Vibrationen, die man hiermit sieht. Das liegt wohl möglich hier mit an meinen FOV-Einstellungen. Und durch die G-Kraft-Effekte, die ich eingestellt habe. Ja, Anton hat abgebrochen. Es könnte also auch etwas täuschen, Markus. Da will ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und ja, Marco Erdmann, der kann jetzt hier noch eine Runde nachlegen. Und wenn er Glück hat, kann er hier eventuell sogar noch den Windschatten von den beiden Ferraris vor sich ausnutzen. Da kommt es jetzt nur noch drauf an, wie war er in den beiden Sektoren davor, hat er viel Zeit verloren. Ja, doch, ist sehr, sehr langsam unterwegs. War es vielleicht ja, doch noch eine Outlap gewesen? Mhm. Ich meine, dahinter wäre sein Teamkollege, ne? Der Andreas Razzi. Muss man drauf achten. Ja, ja sein Teamkollege. Schönen Windschatten jetzt geben. Ottmar P. in der Box. Ich glaube, der gibt sich mit der 1.39.254 zufrieden. Fährt nicht mehr raus. Aber auch der Mazzilico steht in der Box gerade einmal Platz 10, 7 Plätze hinter seinem Teamkollege Mario Sutter. Aber trotzdem, mit einer Zeit unter 39 kann man doch eigentlich schon zufrieden sein. Ich glaube, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ja, der Ali Dacom ist heute mein Co-Moderator. Und der Kameramann. Grüß dich, Markus. War länger nicht mehr hier. Die haben mich rausgeschmissen. Oh, mich nicht, Aue. Kein Problem, ich hatte vor 2 Wochen halt Probleme mit meinem Vater und konnte ich leider nicht streamen. Familie ging vor. Probleme mit deinem Vater, du konntest nicht streamen. Man könnte ja fast denken, dein Vater bezahlt deine Internetrechnungen. Nee, mein Vater muss ins Krankenhaus. Ja, müssen wir ja nicht näher drauf eingehen, Ali. So, Marco Erdmann kommt jetzt gleich über Start 10 hinter Andreas Vazzi. Auch mal die Zeit, jetzt mal darauf achten, was der Vazzi, ob der sich verbessern kann. Der Aachen-Ali. Aachen-Ali, genau. Der Öscher. Jetzt könnten wir uns ja nochmal den Andi Lassaniel raussuchen.
Ja, das ist auf P5, ne? Ja, richtig. Der könnte nämlich jetzt auch nochmal auf seine Hotlap gehen. Zwei Runden sogar noch fahren und er ist ja wirklich nicht weit von Andreas Vazzi entfernt. Es sind nur ganz, ganz wenige Tausendstel. Ja, der ist auch nicht so weit entfernt von Mario Sochter, ne? Ja, die Jungs, die fahren wirklich schöne ganz. Runde. Ja, die Jungs, die fahren alle ganz eng beisammen. Aber über Mario Sochter, ne? Die Zeit, die 37,5, ich glaube, das war seine erste schnellste Runde. Das weiß ich leider nicht mehr, aber das Phänomen konnten wir ja schon oft beobachten hier in der SSR, dass die Jungs wirklich am Anfang diese eine perfekte Runde schaffen und dann, wenn sie sich verbessern wollen, klappt es irgendwie nicht mehr. Und das war auch lange das Phänomen gewesen bei Mike Westerwald in einigen Saisons mit davor. Von Anfang an perfekte Runde und dann jeder Verbesserungsversuch hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Ah, Tobi hat sich verbessern können. Ist jetzt wieder auf 6. Ja, und Andi lässt die auch nochmal abreißen. Ja. Also noch knapp 2 Minuten an die Zeit, die Fahrer. Ja, und Andi darf jetzt hier seine letzte mögliche Runde auf keinen Fall verhunzen. Vielleicht wollte er jetzt ja einfach nur von den Ferrari vor sich auf der Geraden den Windschatten nutzen. Aber der Ferrari macht ihm da deutlichen Strich durch die Rechnung. Ging der Plan wohl nicht so ganz auf, Andi. Ja. Ah, Scheibenwischer angemacht, den Turbo eingelegt. Noch Marco Erdmann in der Box, also der wird nicht mehr rausfahren. Aber wenn Andi Lassen jetzt hier wirklich den Windschatten vom Ferrari nutzen wollte, dann hat er womöglich in der letzten Kurve doch etwas zu lange verzögert. Denn jetzt kommt er nicht mehr ran. Und wie der Ferrari hier runtergeprügelt wird, da hängt er hier wirklich im Begrenzer drinne. Und bei Andi Lassagne gibt es wohlmöglich elektronische Probleme im Bordcomputer. Der Scheibenwischer geht immer wieder an bei ihm. Ja, und Markus, das habe ich mir ja auch schon ein paar Mal gefragt. Mike Westerwald ist ja von Liga A zurück in die Liga B. Er hat einmal mit dem Yasin Albay getauscht, damit das Liga B-Team auch etwas mehr auf die Höhe kommt. Oder vielleicht war ihm die Liga A in dem Moment einfach zu schnell, man weiß es nicht. Aber auch hier tut er sich im Acura wahnsinnig schwer. Naja, was heißt wahnsinnig schwer? Wenn ich sehe eine 37,9 mit dem Wagen, ich finde das schon relativ zügig. Ja, ne gute Zeit zu fahren, das hat Mike absolut mit drauf. Ne? Aber wirklich da im vorderen Feld immer mitzumischen und da so eine richtig hammerharte Runde rauszuhauen, dass er in der ersten oder zweiten Startreihe steht, das fällt ihm offenbar schwer im Acura. Da hat der Wagen vielleicht doch mehr die Qualitäten in Sachen Kurvenfahren etc. pp. Und hier Fuji hat er doch schon wieder sehr, sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Gerade diese ewig lange Start-Ziel-Gerade. Kann ich mir vorstellen, da fehlt wirklich die Power bei dem Motor. Ja, das denke ich auch noch. Und die Saison hat wirklich einige Strecken mit dabei, wo es wirklich auf Power mit drauf ankommt. Ah, bleibt auf 5 für Andi. Anton ist noch draußen, sieht ein paar Donuts hier, aber dich sieht man nicht. Ja, hat er sich im blöden Punkt rausgesucht. So, auf 1 BMW, auf 2 BMW, auf 3 Ferrari, ne? Auf 4 BMW, auf 6 BMW. Wer war jetzt auf 7? Mark Short. Acura, also kleine Acura. Abwechslung. War nochmal Acura, Mike Westerwald, ein Porsche, René Kramer. Matze Lüge im Ferrari. Und dann fehlt irgendeiner. Ja, Ottmar Pi, jetzt noch in seinem Renault. So, machen wir noch fix hier den Screenshot. Ja, machen wir bitte, weil gerade funktioniert
meine Taste nicht. Controller ausgeschaltet. Nee, ich glaube die Taste nicht belegt. Ich halte zwar lange drauf, aber mach nichts. Ja, vielleicht schon mal dran gedacht, einfach mal kurz drauf zu drücken und dann Dreieck. Mach das so. Ja, hat er nicht dran gedacht. Screenshots sind gemacht. Na? Danke. So, damit stehen die Ergebnisse fest. Und ich würde mal sagen, ja, für euch gibt es jetzt wieder was für die Augen und für die Ohren und wir hören uns dann auch gleich wieder. Bis gleich. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream. So, und die Jungs sind jetzt hier in der Startaufstellung mit angekommen, sortieren sich, die letzten kleinen Vorbereitungen an den Fahrzeugen, Setup-Nummer überprüfen, hau die Boxe-Strategie hin. Also, sind es nur noch wenige Sekunden, die uns hier von der grünen Ampel trennen, bevor es dann hier in die Einführungsrunde geht für die Jungs. Ja, Ali, willst du nochmal einen kleinen Tipp abgeben? Erste Sprintrennen, wie geht's aus? Boah, ja. Schwer zu sagen, weil, ne, ist, wenn den Anton und Erdmann keine Fehler passieren, bleiben die auf P1, P2. Vielleicht tauschen die untereinander wenn das Rennen. Aber dahinter mit Mario, Batzi, Andy, Tobi, da kann noch viel passieren, dass unter den vier oder sogar mit Mike noch und Marc sich die fünf oder die sechs um den dritten Platz noch streiten. Also ich gehe fest davon aus, dass hier wirklich um P3 bis 5 da ein ganz, ganz enges Duell laufen wird, auch mit Tobias Daytona. Weil die sind ja hier im Qualifying schon wirklich auf einer Wellenlänge mitgefahren. Und jetzt wird sich rausstellen, was die Leute für Qualitäten im Rennen haben. Wie gut die ihr Fahrzeug unter Kontrolle haben, was Reifenmanagement etc. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Da trennt sie wirklich die Spreu vom Weizen. Und ich bin da echt mal gespannt. Auch Matze Lyko hinten in seinem Ferrari im Qualifying lief es ja nicht ganz so rund, startet nur von P10. Und ja, vielleicht schafft er da so einen kleinen Sprung da vorne im Rennen und da kommt jetzt die grüne Ampel. Kleiner BMW Cup heute. Klein. Ich würde mal sagen, Liga B ist ja doch schon wirklich ganz stark BMW-lastig.
Ja, deswegen ja Liga So. B, ne? Für BMW. Jetzt frage ich mich, warum hier gerade nochmal die Musik hier mit dabei war. Die sollte eigentlich ausbleiben. Ah, jetzt ist ja wieder Ruhe. Sehr schön. Das Zeichen auf der Start-Ziellinie, keine Ahnung, ist mir schon oft gefallen. Ich glaube, das ist dieses Stoppzeichen von der allerersten Box gleich vorne am Ausgang. Also spielt dann eigentlich eher die letzte. Dass hier oft das auf die Start-Ziel mit projiziert wird. So, hier haben wir das Wetter nochmal jetzt hier für das erste Sprintrennen. Es fängt an wirklich mit wolkenlosen Himmel, klare Wetterbedingungen. Das heißt, die Strecke bietet hier wirklich optimale Temperatur. Wir haben es jetzt 16 Uhr hier auf der Strecke. Danach ziehen so ganz kleine Wolken auf, aber wirklich nur ganz, ganz wenige. Und jetzt zack, sind wir in Sektor 3 drinnen und das Doppelfeil wird mit eingenommen. Andreas Wazzi hier aktuell auf dem vierten Platz, gefolgt von dem Andy Lasagnel und Tobias Detona. Da wird mich jetzt echt mal interessieren, wie gelingt diesen Jungs hinter der Spitze der Start fürs Rennen. Anton hatte hier alle Karten in der Hand, er kann seinen Teamkollegen immer noch sagen, wann er das Rennen freigeben wird. Geht jetzt ja auch auf die Startziel. Wir haben den Tacho eingeblendet, um mal zu schauen, wann er hier wirklich Vollgas durchdrückt. Bremsen bringt damit auf Temperatur, fachmännisch. Man sieht hier die beiden wirklich perfekt auf einer Linie. Es sind keine 30.000stel zwischen den beiden in der Führung. Und auch Mario Sotter lauert schon direkt dahinter. Und Anton wartet hier wirklich lang und gibt ja, jetzt das Rennen frei. Und Tobias schert schon aus. Und hat schon einen Platz gut gemacht. Mike Westerwelt auch schon auf P7 vor. Schöner Start. Und Tobias geht hier auch gleich wieder an den nächsten dran vorbei. Okay. An Andreas Wazzi und hat jetzt den Ferrari, den Mario Sutter vor seiner Nase. Richtig guter Start von Tobias. Sehr gut abgesprochen. Schönes Ding. Oh, da gibt es direkt eine Kollision. Schwere Kollision sogar und noch eine Folgekollision. Autsch, autsch, autsch. Was ist denn da passiert? Das war definitiv Andreas Wazzi, der hier mit dem Andy Lasagnel kollidiert ist und auch Marc Schurt mit betroffen. Ja, da fällt ihm die Stoßstange ab. Oh, oh, oh. Ah, das wird einen dicken Schaden geben. Vorne. Ah, die ersten drei sind gut weggekommen davon. Dahinter direkt Mike Westerwald auf 4, ne? Kommt gut, profitieren davon. Ja, der Mike Westerwald hat wirklich gut davon profitieren können, aber jetzt gerade sein Teamkollege Marc Schurt auf P10 zurückgefallen. Nein. Auch der Andreas Wazzi auf P11 zurück. Oh, das wird richtig wehtun. Und warum ist die Musik schon wieder an? Irgendwas sollte ja nicht hin. Jetzt haben wir es doch. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Und René Kramer hinter Mike. Ne, doch, Mike. Schönes Grüppchen gerade hier hinten. Ja, da bekommen wir auch gerade die Info. Marc musste ausweichen. Ich konnte es jetzt nur leider nicht ganz so gut erkennen, wem er ausweichen musste. René Kramer attackiert jetzt hier auf jeden Fall Mike Westerwald auf der Geraden und der Porsche sollte hier doch mehr Leistung haben. Geht hier auch auf der Geraden vorbei, vorhin schön aus dem Windschatten rausgezogen. Sauberes Manöver. Und damit René Kramer momentan auf P5. Vor ihm Matze Lyko, der von P10 ausgestattet ist, hat hier also auch sehr gut davon profitieren können. Gute Startphase für ihn. Ja, und Tobi klebt mittlerweile an den Mike nur dran jetzt. Ja, und auch den Teammanager hier von Prodigy Pain Racing freut selbstverständlich. Damit seine Jungs aktuell auf P3 und P4 unterwegs. Ja, moin Franz Schulz. Oh, da dreht er sich, der Matze.
Du musst Klammer auf 4. Das war wohl jetzt etwas zu viel gewesen und Ottmar Pi profitiert auch noch mit davon, rutscht damit auf P8 vor. Geht jetzt sogar noch an dem Marcelico vorbei, holt sich den 7. Platz. Bleib mal auf dem Tobi drauf. Na, da können wir doch nochmal Onboard schalten. Bei dem Tobias. Das würde jetzt bestimmt gut aussehen, wenn ihr jetzt im Überholen mit ansetzt. Zumindest in der ersten Kurve kann sie ja gut ransaugen im Windschatten, wenn er drinnen bleiben würde. Spät auf der Bremser, noch später als der Acura. Und da dreht sich der Acura sofort weg. Ja. Und Motor aus. Und kriegt er noch einen mit. Von den Ottmar. Oh, der Mike ärgerlich. Wird sich wieder richtig ärgern. Er hatte ja schon im Monza das Pech gehabt, dass er, während sich ein anderer Fahrer weggedreht hat, man ihm reingerasselt ist in den Wagen. Jetzt leider selber weggedreht, aber ähnliche Situation. Ob das nicht jetzt am Heck wieder einen kleinen Schaden gibt bei Mike Westerwald. Vielleicht kann der Sam Vaccaro dazu ein paar Worte verlieren. Er ist ja bestimmt mit bei den Jungs über Funk verbunden. Schade. Bitte die Tabelle wieder einblenden, Ali. Aber sowas von flott. Damit nee, mit... wollen wir nicht sehen. Bitte? Hab ich die ausgemacht? Ja, die hast du ausgemacht. Ist sie da? Jetzt ist sie wieder da. Entschuldigung bitte. Sonst können wir ja nicht sehen, wo sie hier die Duelle mit anbahnen. So, da ist er auch wieder. Ja, und Anton Stoner holt sie jetzt hier doch schon 2 Sekunden Vorsprung auf den Marco Erdmann. Aber er hat ja selber gesagt, er könnte ja auf der Stadtzielgeraden einschlafen, also abwarten, aber... Ja. Einfach mal abwarten, ob er doch durchhält, das erste Sprintrennen. Ersten 8 ja, Minuten sind rum. Ja, mal nach vorne schalten, aber vorne tut sich nicht so viel. Ich bin jetzt mal auf dem Tobi drauf. Weil der Tobi ist ja eigentlich recht flott. Aber ich meine, beide sind gerade 1,40er Zeiten gefahren. Ja, Tobi 1,40, 2,57. René Kramer nur eine knappe Zehntel langsamer. Aber vorne tut sich wirklich nicht sonderlich viel. Eventuell könnte der Mario Soda demnächst auf den Marco Erdmann mit aufschließen. Das halten wir auf jeden Fall mit im Auge. Ah, Tobias Detona, der hier wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Start hingelegt hat. Auch mit involviert in diese kleine Rempelei der ersten Rennrunde. Aber es hätte schlimmer für ihn ausgehen können. Momentan ja noch auf P5. Markus, das ist jetzt das Rennen Nummer 6 und danach kommen noch 4. Ja. Ah, Tobi ganz dicht dran an René gerade. Und wieder innen. Mal schauen, was er jetzt auf der Geraden schafft. Der BMW jetzt gleich. Ich weiß, dass der BMW auch locker mal über die 2,70 da können wir jetzt auch gleich nochmal fix ins Cockpit reinschalten. Ja, doch, der Porsche bietet zwar Windschatten, zieht aber immer noch weg. Ich glaube, da hat der Tobias ja doch etwas mehr auf Abtrieb gesetzt. Also da muss ja René wirklich ein aggressives Setup haben, was Aerodynamik angeht. Ja, ich weiß auch, dass der Tobi sehr gern mit viel Flügel fährt. Ich habe auch gerade nicht auf die Geschwindigkeit geachtet, bei mir steht das noch leider Meilen. Erstmal drauf geachtet, kamen die aber 260, 270 mehr, ne? Ja, 260 schaffen die beiden locker, aber Tobi wirklich im Windschatten nur ganz knapp an der 270 gekratzt. Aber es war gerade eben wieder ein schöner Versuch von Tobias Detona gewesen. Das bedeutet für René Kramer, der muss ja wirklich aufpassen. Der Tobias kann angreifen in den Kurven.
Da ist ja wirklich ja, der boah, Vorteil man, mit, ja. mit mehr Flügel vorhanden. Er kommt hier auch sehr schnell in die Kurve rein und genauso wieder raus. Könnte vielleicht sogar noch etwas später bremsen. Und die Kurvengeschwindigkeit sieht ja doch deutlich schneller aus. Und da bekommt auch der René Kramer einen kurzen Stoß hinten auf den Wagen. Da war der Geschwindigkeitsunterschied in den Kurven zwischen den beiden Fahrzeugen wirklich deutlich erkennbar. Und jetzt selbe Ausgangssituation. Tobias holt von weit außen aus, damit er eher aufs Gas draufsteigen kann und hier den Anschluss hält. Setzt jetzt hier auch schon wieder an. Direkt im Windschatten, aber zum Ausscheren reicht der Speed einfach nicht, denn René zieht schon wieder auf und davon. Also wenn Tobias hier angreifen will, dann muss es wirklich nur in den Kurven versuchen. Auf der Geraden hat er ja überhaupt keine Chance gegen den Porsche. Nee, aber 274 km/h hatte der Tobi gerade drauf gehabt. Ja, er hatte jetzt auch wirklich deutlich mehr Windschatten abkassiert von dem Porsche, da er auch näher dran war. Dadurch auch die höhere Geschwindigkeit. Mich würde einfach mal interessieren, was schafft denn überhaupt der BMW von Tobias ohne Windschatten? Und da wurde es gerade auch wieder richtig eng zwischen den beiden. Und die Fahrlinie verglichen zwischen den beiden ist wirklich so unterschiedlich. Und hier ist Überholen halt wirklich verdammt schwer, gerade jetzt hier in dieser Kurvenkombination mit den vielen S's. Ah, da kann man sich so schön breit machen. Habe ich ja selber auch gemerkt im ersten Sprintrennen gegen den Lukas Schindler. Und da bekomme ich gerade die Information, okay. Tobi hat einen Aero-Schaden, wahrscheinlich durch den Unfall in der ersten Rennrunde. Ja, aber trotzdem, wie der Porsche hier wegzieht, ey. Ja, das auf jeden Fall. Das kann man überhaupt nie anzweifeln. Aber dafür, dass Tobi einen Aero-Schaden hat, kann er in den Kurven verdammt schnell fahren. Also da ist er wirklich immer noch verdammt flott und vor allem deutlich flotter als der René Kramer unterwegs. Wir müssen trotzdem mal kurz nach hinten schalten. Ich sehe jetzt gerade Mike Westerwald und Ottmar Piel, P8 und 7. Und da hat man es nämlich auch gerade eben gesehen, René Kramer in der ersten Kurve, Fahrfehler, einmal zu weit rausgerutscht mit den Wagen. Und Mike Westerwald hier außen vorbeigegangen und Ottmar Pi, Ottmar lange verzögert auf dem Gas. Vielleicht freiwillig vorbeigelassen sogar. Und wir sehen hier Andreas Watzi, Andy Lasagnel und Mark Short, die drei, die in der ersten Rennrunde in dem großen Unfall verwickelt waren. Immer noch auf den letzten drei Plätzen. Sehr, sehr ärgerlich für die drei. Ja, ist ärgerlich, aber Kopf hoch, Jungs, Sprintrennen, zweites Rennen von ganz vorne starten. Ah, kriegt auch der Andi, ich weiß nicht jetzt wer, mit Zeitstrafe. Ja, wir können noch mal ganz fix nachschauen, blendet doch mal die Zeitentabelle unten ein. Nicht die andere. Okay. Ah, Zeitmessung, hier, eine Sekunde. Oh, Andi Lasagnel war's, der hier die eine Sekunde aufgebrummt bekommen hat. Also noch kurz zurück zum Tobi zu kommen, 41er Zeiten, jetzt 40 gefahren. Ich weiß auch, dass der im Rennen drin schneller eigentlich kann. Also. Ja, Ricardo Schramm hat es ja auch gesagt. Aero-Schaden und sogar ein leichter Schaden an der Aufhängung. Das P4 einfach nur verwalten. Also, der hat 10 Sekunden Rückstand auf den Mario. Mit P4 von P7 gestartet, ist okay. Ja, der Mazzelico, der war ja auch schon besser platziert gewesen im Rennen, aber trotzdem, er ist immer noch auf P6, obwohl er von P10 gestartet ist. Also ist schon mal ein schönes Plus, das freut auch den Teammanager.
Denn wirklich jeder Punkt ist wichtig, um den zweiten Platz auszubauen auf das dritte Team AGP Sim Racing. Und die von PPR, die wollen halt wirklich unbedingt aufsteigen. Ich glaube, das wäre jetzt auch das allererste Mal, dass Project Pain Racing in die Liga A kommt. Bisher war es immer wirklich Wechsel. Liga B, Liga C, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, na. Und jetzt in der Saison läuft es richtig, richtig gut für die Jungs. Und da kann der David Benko auf seine Jungs wirklich stolz sein. Und ich frage mich, wann der David Benko überhaupt selber mal wieder hier in der Liga B mitfährt, wann wir ihn wieder zu Gesicht bekommen. Sollen wir die Zwischenzeit mal gucken hier? Engere Duelle gibt es leider jetzt nicht mehr. Ah, leider nicht, aber eventuell könnte sich da jetzt noch mal was anbahnen. Der Marco Erdmann kommt ein bisschen näher, aber auch nicht so viel. Ja, der Anton hält hier seinen Abstand wirklich sehr, sehr konstant auf 2 Sekunden. Aber was ich meine, ist der Mike Westerwald, der den Mazzelico als nächstes auf den Zettel hat. Und das sind ja nur ganz, ganz knapp 4 Sekunden. Das heißt, der Mazzelico ist in Sicht weiter. Ja, mal ein Auge drauf halten, weil auch der Mike war in der letzten Runde 2 Sekunden schneller wie der Matze. Und jetzt sind es nur noch 3,5 Sekunden. Also der Mike, der holt hier doch schon ziemlich auf. Abwarten. Genau 4 Sekunden. Schauen. Aber schau mal, der Mark Short, der könnte ja auch eventuell sogar noch aufholen auf den Otmar P. Denn der ist hier knapp 4 Sekunden schneller. Ja, auch gute Zeit, ne? 39,3. Das ist schon gut. Vierter Renndurchschnitt hier. Und ja, es aber man ist sieht ungefähr echt, eine halbe Minute, die ihm da zu Otmar P mitfehlen. Und ist es noch, jetzt sind jetzt noch genau 27 Minuten zu fahren. Und wenn er diese Pace beibehält, dann könnte es dann nochmal einen Zweikampf geben. Oh, der Anton mit einem kleinen Fehler. Und damit ist der Marco Erdmann direkt dran. Und da sieht man es, jeder kleinste Fehler wird sofort bestraft. Und ich glaube, der Marco Erdmann hat jetzt hier nochmal richtig Motivation getankt, wenn der Anton in so greifbarer Nähe ist, dass er nochmal richtig Vollgas gibt. Abstand ist unter einer Sekunde. Jetzt hätte ich ja schon fast gesagt, Marco Erdmann ist jetzt im DRS-Fenster drinnen, weil ich heute Formel 1 geschaut habe, aber falsche Klasse. Na, er kann ja einen Scheibenwischer dafür anmachen. Auf den Mike nur achten, es ist zu weit der Abstand, noch zu großer Abstand, 6 Sekunden knapp. Moment, habe ich irgendwas verpasst? Wer will aussteigen? Wer will aussteigen? Nee, weil Frank Buster 1 jetzt hier geschrieben hat, erstmal moin Frank, schön, dass du auch mit dabei bist. Nein, Frank hat gerade geschrieben, wie sie aussteigen, einfach ein Team in der Liga A aufmachen, wie andere auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas verpasst habe, ob hier ein Team aussteigen will, aber ich glaube nicht. Nee, der meinte, glaube ich, das anders. So ich das. Weil du, glaube ich, gesagt hast mit Project Pain, dass sie Liga A mal fahren sollten. Meinte er, wieso aufsteigen? Einfach ein Team in der Liga A anmelden. Damit man mal Liga A fährt. Ach so, ja, gut, mir, dass er das meint, gut, aber. Dann habe ich jetzt gerade einen Buchstaben falsch gelesen. Okay. Guten Abend, Sven Bepper, wo bist du? Ja, der Sven Bepper ist offenbar jetzt erst nach Hause gekommen, deswegen, Junge, bereite dich vor für das zweite Sprintrennen.
Denn dein Teamkollege René Kramer ist momentan auf dem 5. Platz unterwegs und der braucht deine Unterstützung. Im zweiten Sprintrennen darfst du ja teilnehmen, René. Ich glaube, der ist jetzt arbeiten. Also wenn er jetzt erst arbeiten geht, ja, dann hätte er doch wohl möglichst schon eher geschrieben. Nee. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hab's, glaube ich, so mitbekommen, dass er ab 17.30 Uhr arbeiten muss. Bis 5.30 Uhr. Arme Sau. Ah, siehste? Sagt man nicht. Doch, sagt man. 12-Stunden-Schicht ist nicht schön. Ja, mit mir hat auch keiner Mitleid gehabt, als ich meine 70 Stunden der Woche immer ackern musste. Ja, der eine verdiente, der andere nicht. Hannibal, jeder muss arbeiten. Ich habe auch demnächst mehr Stress auf der Arbeit. Ist halt einfach so. Ja, du nimmst da ja auch nie Urlaub. Nee, weil ich auch keinen bekomme. So, Marco Erdmann, knapp unter einer halben Sekunde dran an Anton. Marco Erdmann war nur fast 700 schneller in der letzten Runde. Ah, der René punktet auch, der ist gut unterwegs. Ah, hier, das könnte noch was werden, die, zwischen den beiden. Ja, also der Marco lässt sich hier überhaupt nicht nehmen, da wirklich alles dran zu setzen, hier an den Anton noch näher ranzurutschen. Mario Sochter, ne? Auf P3, richtig unauffällig, ne? Aber schön, Podium. Hält sich an allen raus, hat mal hinten Luft. Ah, das sind die zwei, aber die haben in der letzten Runde ein bisschen liegen lassen, die zwei, Anton und Marco. Nur eine 1,40 gefahren. Naja, gut, das ist ja eigentlich gar nicht mal so ungewöhnlich, wenn man jetzt immer im Rückspiegel schauen muss, na, wo ist er denn, was könnte ich hier für eine Linie fahren, um ihn so wenig Windschatten wie möglich zu bieten oder ihm da eher etwas in dieser sogenannte Dirty Air reinzudrücken. Da verliert man ja automatisch schon Zeit. Die Reifen haben jetzt auch schon sich zu einem gewissen Grad abgenutzt. Die Strecke ist ja auch wirklich verdammt heiß. Das erhöht den Verschleiß der Reifen. Und ja, der Marco Erdmann, der muss ja irgendwie gucken, wo der Anton die Fehler macht, wo er da eventuell ausnutzen kann, Zeit rausholt, damit er aufrücken kann. Und momentan muss der Marco eigentlich nur beobachten, aber dann genau im richtigen Moment da sein. Und genau da war jetzt ein kleiner Fehler gewesen von Anton. Aber er hat es doch noch ganz gut auskompensieren können. Also war es wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Fehler, der hier kaum Auswirkungen hatte. Aber das sind so ganz kleine Momente bei... bei so einem Rennen, da muss das Timing wirklich dann passen. So ganz kleine Details, die kann man super schnell ausnutzen. Und jetzt hat Marco Erdmann hier rollen lassen müssen wegen der Rennleitung, weil die schon gemeckert hat, aber leider etwas zu spät. Und damit hat Marco Erdmann eine Strafe erhalten. Und ich glaube, Anton ist somit, wenn er jetzt keinen weiteren Fehler macht, erstmal aus dem Schneider. Gucken wir mal, flott mal drauf. Eine Sekunde. Ja, die Rennleiter springen erstmal prinzipiell immer nur eine Sekunde Strafe aus für Track Limits. Ja? Und es sei denn, man ist jetzt wirklich exzessiv am Kurvenschneiden, dann sagt die Rennleitung auch dann ganz gerne mal: Gut, du hast bisher 5 bekommen, jetzt kriegst du gleich nochmal 5, hast du 10. Ja? Wenn du ja zu schnell in der Box reinfährst, kassierst du 10. Na, wenn du zu oft bei der Boxenausfahrt drüber fährst, kassierst du 5. Bei einer Kollision kann das auch mal ganz, ganz schnell bis zu 12 Sekunden hochgehen. Aber die Rennleitung, die hat ja schon so ein kleines System. Wenn man das so oft genug beobachtet, erkennt man doch schon, was man für Strafen bekommt, bei welchen Vergehen.
Aber die können sich auch wirklich verdammt schnell nach oben steigern. Die Rennleitung hier in Project Cars 2, die kennen da wirklich kein Pardon. Ja, die sind gemein. Waren sie bei mir auch letzte Woche. Zeiten, ja. Das ist echt das engste Duell noch, ne? Wir haben zwar 2,5 Sekunden Abstand, aber. Oh, ganz hinten noch. Zwischen Andy und Andreas. Und schau mal, auch zwischen Mark Short und Ottmar P, der Abstand wird geringer. Gut, mehr als 13 Sekunden hat jetzt der Mark Short schon aufgeholt. Ah, gehen wir mal auf P6 mal bitte zeigen, weil wir es gerade wollen im Chat. Zwei Sekunden. Ah, wieder mal drauf. Ja, die wollen natürlich die Spritmenge sehen, ja. Na, wegen Strategie und Taktik und. Ah, hier gibt's das beim Sprintrennen nicht. Das ist. Da ist nur einer, der immer zu wenig Sprit drin hat. Das bist du. Falsch. Frag mal den Mario Wilgut, frag mal den Andy Lasagnel, frag mal den Ottmar Pi. Und witzigerweise, die meisten Fahrer, die hier zu wenig Sprit immer mit dabei hatten, ja, die kommen alle aus der Liga B. Stimmt. Aber es war irgendwie auch witzig, ne? Es war immer ein Renault. Ottmar Pi, Renault. Andy Lasagnel ist zu dem Zeitpunkt auch noch Renault gefahren. Dann passiert's, ja. Dann passiert's dem Mario Wilgut. Renault. Dann ist es auch den Steen Hunter passiert in Monza. Was war? Renault. Also eine kleine Renault-Krankheit, würde ich mal fast sagen. Dass da der Wagen doch etwas mehr verschlingt. Oh, guck dir mal den Drift. Oh, das Junge! Sah richtig gut. Junge! Ja, bitte mehr davon. Geiler Drift. Der Matze hat das gerade mitgekriegt, ne, dass hier im Bild drin ist und wollte gleich mal eine Driftshow hinlegen. Ah, vorne der Abstand wird immer größer vom Anton und Marco. Ja, ich glaube, der Marco hat jetzt so langsam abgeschlossen. Na, ich meine, er hat 3 Sekunden Rückstand, 1 Sekunde Strafe. Und der Anton ist ja nicht unbedingt für hohe Fehlerquoten bekannt. Nee, das nicht, aber wenn er keinen Druck von hinten bekommt, nicht, dass er noch im Auto schlafen muss. Dann muss ja wach gehalten werden. Schreibt direkt eine im Chat, feel the drift, jo. Ah, von dem Matze gerade, die Drift-Einlage, manche hätten das Auto da weggeschmissen, ne? Es ist ja wirklich nicht einfach, gerade bei so einem Auto, das für hochentwickelte Aerodynamik bekannt ist, und das sind ja wirklich die GT3-Fahrzeuge, dass die gerade bei einem Drift sehr schnell die Traktion alles mit verlieren. Ja? Und da fällt ja wirklich komplett der gesamte Anpressdruck bei dem Auto. Ja, sag mal, bei einem Fahrzeug, das so und so schon kaum eine Aerodynamik hat, das immer voll am Limit gefahren wird, ne? Ja, gut, ist es vielleicht einfacher, ne? Dann trittst du halt einfach mal wirklich nochmal richtig hart aufs Gas, leitest den Gegenpendler ein, weißt du, und fängst die Karre weg. Ich glaube, gerade bei so einem Aerodynamikfahrzeug ist so ein Drift abzufangen doch schon etwas schwieriger. Ja, deswegen sage ich ja, manche andere hätten die Karre weggeworfen. Müsste gleich echt mal noch ein Auge auf den Mark Short werfen. Ja, der kommt echt 11 Sekunden mittlerweile nur noch und die Rundenzeiten wieder fast 4 Sekunden, 3,5 Sekunden schneller wie Ottmar P. Und ich sehe aber gerade, der Andy Lasagnel hat den Andreas Watzi überholt. Andy Lasagnel damit aktuell auf den 10. Platz.
Hat auch mehr als genug versprungen, um mit der 1 Sekunde Strafe, die er hat, noch vor Andreas Vazzi im Ziel reinzufahren. So, da nicht so viel auf der Strecke los ist, fragen wir einfach mal im Chat, wen sollen wir mal zeigen? Bei wem wollt ihr mal mitfahren? Ali, da du das ja so bravourös gerade eigenhändig in die Hand nimmst, lass ich die mal ganz kurz für 3 Minuten allein, was willst du davon? Ja, guten Hunger? Nein, nichts essen. Ja. Ja, mach ruhig. Ja, Marcel, da wollte schon die ganze Zeit drauf gehen. Gehen wir jetzt auch nochmal drauf. Marc, einer der, sag ich mal, doch einer der schnellsten gerade im Feld. Mit der schnellsten. Fährt richtig gute Rundenzeiten gerade. Hat wieder 3 Sekunden aufgeholt für Ottmar. Mike mit einem großen Fehler nur 1,50 gefahren in der letzten Runde. Und gehen wir mal auch mal bei ihm Cockpit-Sicht rein. Schauen wir mal jetzt, ob er wieder eine 39. Wenn er die ganze Zeit die 39er fahren würde, könnte zum Ende des Rennens noch vorbeikommen oder rankommen. Schauen jetzt. Okay, 41. Aber trotzdem war es knapp 1,5 Sekunden schneller wie als Ottmar. Ja, kein Problem, Marcel. Alles für MPM, ne? So, schauen, wen haben wir denn noch? Abstand. Oh, schade, Marc, schade, Marc. Zieh dran, komm. Keiner gesehen. Wenn es so bleiben würde, hätte natürlich Andreas Vazzi, ne, die Pole Position fürs zweite Rennen. Und Marc auf P3 dann eventuell. Mit den Rundenzeiten wäre was drin für ihn im zweiten Rennen. Und die anderen müssen ja auch erstmal durchs Feld flühen. Das, oh, hoffen wir, dass kein Unfall passiert im Start. Sollte man vielleicht mal die erste Runde mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Gucken. Tobi jetzt auch mal mit einer 39,7. Aha, endlich mal. Aber der hat auch 14 Sekunden Rückstand auf dem Mario. Also das hier könnte echt was werden mit dem Marc. Mittlerweile, sag ich mal, sind noch knapp, ja, 9 Sekunden. Er holt Runde für Runde holt er auf. Ich glaube, in der nächsten Saison werden wir den Wagen hier gar nicht mehr sehen. Was eigentlich schade ist. Falls noch einer einen Fahrzeugwunsch hat oder Fahrerwunsch hat, einfach bitte sagen, schreiben. Ah, hinter Marc ist jetzt, müsste auch langsam Anton kommen zum Umrunden. Anton mittlerweile 3,6 Sekunden Vorsprung.
So, vorne ist, da ist nichts, da ist nichts. Bleiben wir mal hier drauf, weil die haben auch gerade mal 4 Sekunden Abstand. Vielleicht sehen wir da noch was. Und trotzdem habe ich einen Mark Short noch im Auge. Ja, sehr schade, dass sich das Feld doch so weit auseinandergezogen hat. Am Qualifying war es doch relativ von den Zeiten her eng. Sehr, sehr schade. Klar, 3 Leute waren in der Box, wie Andy Lazzaniel, Wazzi. Ich weiß gerade den dritten nicht. Da war auch der Mark Short in der Box. Das ist natürlich immer ärgerlich in so einem Sprintrennen, dann bringt das nichts mehr. Kann man sehr, sehr schwer wieder aufholen. Ah, der Marco Erdmann kommt jetzt ein bisschen näher dran an den Anton wieder, habe ich gesehen gerade. War auch nicht so viel. Gute Sache. Ich habe, glaube ich, meinem Hannibal wieder gehört hier gerade. Ja, Tatsache. Ja, irgendwas hast du gerade aktiviert, Tastatur, Headset, irgendwas, weiß ich, habe ich gesehen. Es war so ziemlich alles, das ich aktiviert habe. Ich muss den Streamer kurz aktualisieren, bei mir hängt das ein bisschen gerade. Es hängt? Ja, leckt gerade ein bisschen. Ah, siehst du. Funktioniert wieder. Oh, Mark Short, jetzt nur knapp 6 Sekunden. Auf mein Auge halten, bitte, Hannibal. Auf was? Da waren wir eben noch 10. Auf Mark Short und Ottmar P. Die waren eben noch über 10 Sekunden weit auseinander. Ja, ich sag doch, der Mark Short, der könnte sich den Ottmar Pia noch krallen. 7 Minuten sind jetzt auf jeden Fall noch zu fahren für die Jungs. Und ich glaube, für den Mark Short bei seiner Pace, das sollte kein Problem darstellen. Er fährt zwar jetzt nur noch 40 Dreierzeiten, aber ist damit immer noch 3 Sekunden schneller als der Ottmar. Und jetzt sind es ja nur noch knapp 6 Sekunden, die er zu holen hat. Was ich auch schon erwähnt habe, der war ja P3 im zweiten Rennen gleich und mit der Pace kann das schon was reißen vorne, obwohl gerade Andy Lazzaniel auch eine 39.3 gefahren in der letzten Runde, auch verdammt schnell. Ja, ich glaube, der Andy fängt jetzt erst so wirklich an aufzutauen in dem Rennen. Aber es ist wirklich ärgerlich, dass er durch diesen Unfall in der allerersten Runde so weit zurückgereicht worden ist. Aber auch für den Andreas Wazzi. Ganz, ganz ärgerlich. Die Jungs wollten ja wirklich Attacke fahren auf PPR, die momentan P2 und damit der zweite Aufsteiger in der Teamwertung sind. Und damit lastet das wohlmöglich wieder alles etwas auf den Schultern von Marco Erdmann. Ja, okay, so, ne? Zweites Rennen gleich abwachen. Da bin ich ja erstmal gespannt, wie das da vorne mit den zwei hier abläuft, mit Anton und Marco. Ob die sie sagen, ey, wir duellieren uns erstmal nicht untereinander, komm, wir fahren erstmal nach vorne durch das Feld, na, und fangen erst dann richtig an mit der Action. Oder ob die sich da hier wirklich querfeld durch das gesamte Feld duellieren. Ah, klar. Querbeet durch das gesamte Feld, so rum, ja. Klingt besser. Okay. Wenn der Wazzi ja die Pole hat, ne, und ist ja Teamkollege vom Erdmann, könnten ja dasselbe machen wie Anton und Tobi im ersten Rennen, ne? Mit dem Startteil. Da hat man richtig ja immer einen kleinen Vorteil. Naja, abwarten. Es sind jetzt nur knapp 2 Sekunden hier, Marc und Ottmar. Noch zu 4,5 Minuten knapp zu fahren. Ja, es mehr wird als 4,5. Das wird jetzt nochmal eine heiße Phase zwischen den beiden. Ja,
Ja, bei mir hat es auch gerade geruckelt, Frank. Ich habe einfach mal F5 gedrückt, also aktualisieren. Ja, aktualisiert einfach mal, weil ich selber habe den jetzt bei mir auch am Laufen gehabt. Da konnte ich eigentlich nichts erkennen. Vielleicht war jetzt einfach irgendwas bei Twitch wieder am Absaufen, keine Ahnung. Einfach mal F5 drücken oder den Stream übers Handy nochmal neu abrufen. Ja. Da soll es eigentlich dann wieder gehen. Der Marc ist dran. Ja, das kann ich sehen, Ali. Der Marc ist dran. Ist ja nicht so, dass ich das hier gerade auf drei Bildschirmen sehe. Nur? Ja? Nur? Ja, ich weiß, du hast 13 bei dir aufgehangen. Naja, eins. Aber dahinter kommen jetzt auch Anton und Erdmann, ne? Sind überrunden und die dürfen sich ja nicht einmischen. Ja, ein bisschen gefahrlos überholen können. Es könnte auch sein, dass der Marc Schurt sich hier denkt, komm, Junge, komm, zieh bitte fix durch. Lass mich in Ruhe. Vielleicht geht ja dann der Ottmar Pie vorne auf vom Gas und dann bin ich da zum Überholen. Na, das wäre deine Taktik, ne? Das wäre meine Taktik, ja. Weil jetzt gerade hier auf das Stadtziel geraten, wäre es ja nun wirklich für diese Taktik optimal. Weil Vollgas da einfach auf der Stadtziel geraten, weiter zu ballern, während da hinten jemand überrunden möchte. Etwas blöd. Und deswegen wäre es für den Verfolger eigentlich ganz optimal. Und jetzt frage ich mich, wann Anton hier die Lichthupe gibt als Signal. Weil eine Überrundung muss der Anton ja ankündigen. Ja doch, Marc lässt hier ziehen. Lässt inne viel Platz und da kommt auch sofort Marco Erdmann direkt dahinter. Ja, da kam jetzt gerade kurz eine Lichthube für den Ottmar Pie. Anton hat's mitbekommen. Oh, oh, oh! Ja, Short! Ja, er ist Short, aber ich. Schade. Hat aber Platz gelassen, fand ich. Viel. Ja, sah eher wie ein kleiner Verbremser durch den Überschuss aus. Und dann auf einmal, zack, wurde Erdmann da gewesen im toten Winkel. Ja, aber nichts passiert, ist ja okay. Aber ich muss nach vorne. Knappes Ding, du. Kurz, wir hatten gerade eine Sekunde. Könnte. Ja, also, wenn Marco das Rennen jetzt hier für sich entscheiden will, dann muss er jetzt noch an Anton vorbeigehen und eine Sekunde rausfahren. Und ja, ich glaube nicht, dass das jetzt bei der Pace wirklich noch irgendwie möglich ist. Für Marco. Nee. Das dürfte die letzte Runde aber sein, ne? Das ist auch die letzte Runde für die Jungs. Ja, trotzdem auf den Marc Schurt mal achten noch. Sieht man auch schön im Hintergrund. Ja, noch sieht man es im Hintergrund. Aber schalt jetzt trotzdem mal lieber doch nach hinten. Hoppala. Und das ist jetzt hier die letzte Möglichkeit für den Marc an Ottmar Pie vorbeizugehen. Denn auf den Geraden glaube ich nicht, dass er das schafft. Kommt hier aber deutlich schneller aus der Kurve. Und jetzt muss er nur noch auf der Bremse, wenn er es hier versuchen will, Feingefühl zeigen. Und da setzt er sich auch in rein für die Kurve. Ottmar Pie, leichter Überschuss, kommt aber noch sauber durch. Und Marc ist hier richtig und auf Druck ja. aus. Und ist damit vorbei. Erstmal an Ottmar Pie. Jetzt kommen die Folgekurven. Und ich glaube, da hat Ottmar Pie keine Chance. Und damit können wir vor zu Anton Stoner gehen. Der jetzt hier auf der Startziel geraten seinen nächsten Rennsieg hier in der SSR einfährt. Also da muss man echt sagen, Hut ab. Seine erste Saison hier bei uns. Bei der er von Anfang an dabei ist und
holt hier wirklich so viele Sieger. Ja, Marco Erdmann nicht ganz so erfreut, keine Lichthupe. Aber ich glaube, der Mario Soda, der kann sich hier wirklich freuen. Ja, auf jeden Fall. Das ist sauberes Rennen, fehlerfrei. Hat schon allen rausgehalten. Ja, siehst du, Mario freut sich. Der gibt hier nicht Lichthupe für uns. Er ist zufrieden mit seinem dritten Platz. Ja, Tobias Daytona als Vierter. Ich glaube, der hat sich etwas mehr ausgemalt, aber man muss ja trotzdem sagen, starke Leistung, dass er nach dem Vorfall in der ersten Rennrunde sich wieder schön nach vorne gekämpft hat. René Kramer als Fünfter im Ziel. Musste ja doch etwas weiter hinten starten. Hat ja auch eine starke Anfangsphase hingelegt, also der fünfte Platz ist verdient und auch würdig vertreten. Den Sven Bebber. Ja, Matze Lyko kommt jetzt hier doch noch als Sechster ins Ziel. Stand er anfangs noch etwas weiter vorne. Leider nicht im Drift, ne? Leider nicht im Drift. Vielleicht klickt er jetzt hier nochmal einen her in der ersten Kurve. Also sehr schöne Punkte für das Team. Ja, ist ein schönes Teamergebnis. Mike Westerwald hier doch wohl etwas verärgert über seinen siebten Platz. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. So wie ich ihn kenne. Ja, und damit erstes Rennen vorbei. Erstmal Glückwunsch ans Podium, wenn die uns gerade hören. Falls nicht, ist mir auch wurscht. Ja, und der Andreas Watzi ist bestimmt richtig stinkig. So, jetzt kann ich ja gerade keine Screenshots machen. Ah, doch, jetzt kommt einer. Geht. Screenshot Nummer 2, komm. Wo bleibst du? Da ist er. So, Wiederholung ist auch gespeichert und ich sehe gerade, Andi Lassenet hat sogar nochmal eine Sekunde aufgebrummt bekommen. Von der Rennleitung. Aber gereicht hat es ja trotzdem, um den Andreas Watzi hinter sich zu halten. Ja, ich sehe es gerade. Eine halbe Minute Rückstand hat der Andreas hier auf Andi. Das ist natürlich eine Nummer. Ja, der Andi, also Andreas Watzi, der kann jetzt gleich aber, ne, gut aufholen. Also von P1, vielleicht kann er ja was reißen jetzt im nächsten Rennen. Aber auch auf den Mark Short bin ich gespannt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich schalte auf jeden Fall erst nochmal kurz in die Pause und wir hören uns dann von der Strecke aus gleich wieder. Also nicht abschalten, dranbleiben. Wir sind gleich wieder für euch da.
Ich schalte um. Und hier sind wir wieder für euch. Wir hatten jetzt hier nochmal ganz kurz ein paar kleine Abstimmungen oder Einstellungen vorzunehmen, wie man es nimmt. Und mussten ja jetzt hier noch auf die Einladungen für die neue Sitzung mitwarten. Das erste Sprintrennen ist jetzt rum. Anton Stoner hat das Rennen gewonnen, auf P2 gelandet ist der Marco Erdmann. Mario Sutter ist Dritter. Ja, und Johnny Cotletti hat wohl heute eine Wildcard erhalten von der Rennleitung. Viel Glück, Johnny, schreibt schon. So, und da kommen sie da jetzt nur schon alle zu uns, ganz flott. Und dann müssen wir ja gar keine große Zeit verlieren. Und sobald wir alle da sind, geht's dann auch sofort los. Ja, Ali, wie ist denn für dich so das erste Rennen verlaufen? Wie ist denn da so deine Meinung? Ja, ich sag mal, anfangs, ich hab's mir eigentlich mehr erhofft, mehr Zweikämpfe, aber durch die erste Kurve, durch die Unfälle, hat sich das Feld doch ein bisschen auseinandergezogen. Für manche war es Glück, zum René, der kam damit natürlich weit nach vorne, was okay ist. Ja, die ersten drei natürlich okay, da hab ich ja schon fast vermutet, dass sie das so schaffen, bis auf den P3, dass der umkämpft wird, aber war leider nicht so. Nichts gegen den Mario, um Gottes Willen. Dann später eigentlich ziemlich langweilig. Natürlich schon eine gute Aufholjagd von dem Mark Short, von dem ich mir jetzt im zweiten Rennen echt viel erhoffe. Von Andy Lazaniel auch. Er hat gerade noch zum Schluss auch gut Gas gegeben mit seinen Zeiten her. Watzi, mal schauen, was der Watzi jetzt noch kann. Der startet ja jetzt von 1. Natürlich mal schauen, wie die Anton und Erdmann und Co. noch da durchkommen. Ne? Bin ich mal gespannt. Oder wie siehst du das? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil genau das, was Anton und Tobias ja jetzt hier im ersten Sprintrennen gemacht haben, und zwar den Start perfekt absprechen und abtimen, das kann ja jetzt Andreas Watzi mit dem Marco Erdmann machen, dass der Marco sich gleich etwas absetzen kann von Anton und da vielleicht noch so den einen oder anderen am Start mit überholt. Also auf jeden Fall, es ist eine Chance. Aber ja, erstmal abwarten. Ich bin da noch etwas vorsichtig. Was mich eher interessiert ist, was Watzi jetzt hier für eine Pace im Allgemeinen hinlegt und wie der Mike Westerwald hier im Verkehr sich jetzt schlägt. Denn die beiden müssen ja nun wirklich richtig angesickt sein. Mike sich leider weggedreht und einen kleinen Schaden mit abgekriegt von Ottmar P. Da wäre bestimmt am Ende des Rennens mehr drin gewesen. Und ja, der Andreas zurückgerutscht auf den letzten Platz auf P11, ne? Da muss richtig Wut im Bauch haben. Also ich glaube, die zwei, die werden jetzt hier im zweiten Sprinter nochmal richtig Gas geben.
Aber ja, bleibt abzuwarten. Vielleicht lassen es die beiden ja auch ruhig angehen und denken sie, ja komm, durchfahren, na, ist erstmal wichtiger als irgendwo eine Top-Position. Ja, mein Layout schaltet hier gerade die ganze Zeit wild hin und her, aber zum Glück nicht bei euch. Ja, und einer fehlt noch. Wer fehlt denn? Nee, müssen komplett sein. Müssen komplett? Müssen komplett sein. 11 Fahrer, ja. 13 von 18, siehst du? Ich war schon wieder bei 12 gewesen. Entschuldige bitte. Ja, und Yasin sagt es auch gerade, das Rennen entscheidet sich nicht in der ersten Kurve. Na, das ist eigentlich jedem bewusst, na, aber nicht jeder hält sich irgendwie dran. Na. Es gibt da manchmal so hitzige Gemüter, die denken sich, ach komm, ich probier's trotzdem mal. Und der eine kann sich da doch schon recht gesund einschätzen und weiß ganz genau, wenn er es anfängt, kann er es auch sauber durchbringen. Und dann gibt's halt eben manchmal da auch so ein paar kleine Negativbeispiele, die dann sich denken, probier's und dann klappt's irgendwie nicht, weil sie etwas übermotiviert waren. Ja, ich meine, das kann man ja probieren, wenn man mal im Zweikampf ist, irgendwo reinstechen. Ja, und aber nicht im Start, wo die ganze Pulk gerade zusammen ist. Ein Unfall, da sind direkt 3-4 Autos beteiligt. Richtig, wir haben sie ja jetzt gerade im ersten Sprintrennen mit gesehen. Und gerade die Start-Zielgerade verleitet ja wirklich exzessiv zum... Ah, ja, jetzt springt mein Overlay hin und her wie verrückt. So. Jetzt haben wir's. So, da können wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Musik etwas leiser drehen. Ja, und Mark Short fährt jetzt hier gleich raus in seinem Acura. Er nutzt die 10 Minuten Training, die hier zur Verfügung stehen. Ja, und die nächsten kommen auch gleich mit hinterher. Marco Erdmann, die beiden Ferraris, Mario Sutter, Matze Lyko. Schöner trifft, Mark Short macht sie gleich mal nach. Er hat es wahrscheinlich gerade gesehen bei Matze Lyko und denkt, das kann ich besser. Aber da muss er nochmal nachlegen. Ja, das war schon ein schöner Highlight vom ersten Rennen. Die Drift-Einlage. Also er hat ihn ja wirklich perfekt gehalten, ne? Perfekt. Perfekt. Ich blende einfach nochmal ganz kurz hier die Teamwertung mit ein von der Liga B. Ich hoffe, man kann das jetzt hier erkennen. Nee, da muss noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, muss ich noch nacharbeiten. Das ist etwas zu transparent gehalten. Gut, machen wir es halt eben nochmal raus. Und Silvio, ja, wir haben nur 11 Fahrer. Leider. Es sind ja einige verhindert. Einige sind beruflich unterwegs. Ja, auf den Sonntag. Ist halt so. Ja, es gibt ja wirklich viele Berufe, wo man ja sonntags arbeiten muss. Das ist ja auch in deiner Branche gar nicht so ungewöhnlich, Ali, ne? Dass man sagt, man fängt sonntags an und ist dafür dann aber den Freitag und Samstag zu Hause, ne? Ja, bei uns gibt es ja auch mehr oder weniger Bereitschaft, ne? Das heißt dann auch Anrufe mit der Nacht raus. Aber sowas mache ich zum Glück nicht. Wollte ich mir direkt schon die Firma wechseln. Nee, das würde ich mir nicht antun. Dann ist es ja ganz gut, dass du auch kein Arzt geworden bist. Und hier fliegen auf jeden Fall schon wieder die Begrenzungs-Pinöppel durch die Kante. Sah aber gerade aus der Kameraeinstellung sehr spektakulär aus. So, ich blende euch jetzt einfach mal noch mit das Wetter für das zweite Sprintrennen mit ein. Ja, zu den leicht heiteren Wetterbedingungen vom ersten Sprintrennen gesellen sich jetzt noch ein paar Wolken mit dazu.
Und ja, so ab circa Mitte oder nach zwei Drittel des Rennens verziehen sich die Wolken dann wieder und dann gibt es nochmal zum Abschluss perfekte Wetterbedingungen und Streckenbedingungen für die Fahrer. Ja, haben wir jetzt eigentlich hier nochmal irgendwo eine kleine Info dastehen, wie die Streckentemperatur aktuell ist? Ich glaube nicht. Ne, ich sehe sie gleich leider auch nicht. Das sagen wir jetzt einfach mal so ganz provisorisch, wir haben 12 und 50 Grad. Ich gucke mal, vielleicht doch, vielleicht steht das hier. Hier steht es auch nicht, ne? Nee, leider nicht. Gut, dann müssen wir halt eben spekulieren. Ich sag einfach 12 Grad. Ja. 12 ist die Antwort auf alles. Kommen wir erstmal schon die ganzen Zeiten rein. Ja, und das ist ja wirklich alles noch mit Rennsprit mitgefahren. Na, an 39,6 jetzt so auf Anhieb. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Die Reifen müssen ja erst noch etwas angefahren werden für das Rennen. Das dauert ja wirklich so ungefähr 3 bis maximal 4 Runden, bis die Reifen ihr optimales Potenzial entfalten für das Rennen. Bis man da wirklich mit den Reifen was anfangen kann. Und ich hoffe ja mal, für den Andreas Wozzi läuft es jetzt hier im zweiten Rennen besser. So wie wir den Andi ja kennen, ne? Kein Problem. Ja, es wird, glaube ich, echt kein Problem für den sein. Hast du gerade zu Hause die Kerze angemacht? Du warst romantisch zu Hause, ne? Richtig. Räucherkerzchen. So, wer ist denn auf P1? Sollen wir raten oder sollen wir gucken? Ich würde mal sagen, Mario Soda. Ich würde mal sagen, Marco Erdmann. Drecksack. Sochte auf 2. Aber wenn das jetzt hier die Rennpace-Zeit ist von dem Marco Erdmann, oh Kollege, dann zieh dich warm an. Ah, und da kommt sie doch, die 38,7. Ihr wollt schon sagen, also die Zeit ist ja wirklich mal eine blanke Enttäuschung. Beim Herrn Erdmann. Das war die erste Runde, kalte Reifen. Tobi hat keine Lust, der Andi hat keine Lust, der Ottmar hat keine Lust. Ja, ich glaube, die nutzen die 10 Minuten lieber doch nochmal fix für was anderes. Sich was zu trinken holen, nochmal Hände waschen, vielleicht spitzige Hände bekommen, ich habe keine Ahnung. Nee, ich wollte mal auf einen anderen. Marc, ja, war noch auf Marc. Marc, den hat man noch gar nicht im Bild gehabt heute. Ja, das eine Symbol, was da vorhin erfragt worden ist, das ist definitiv das Stoppzeichen aus der Box. Ja, da müssen noch alle halten, ne? Sieht aber lustig aus, im Start halt. Passt irgendwie. So, dann wollen wir doch mal hoffen, dass es jetzt gleich im zweiten Rennen richtig zur Sache geht und dass wir hier so viele Duelle sehen wie zuletzt in Algarve. Da war es ja wirklich zu keiner Sekunde irgendwie langweilig. Ich glaube, der Patrick Dayu gibt mir da auch recht, wenn ich da sowas behaupte. Ja, hoffentlich bekomme ich auch alle ein Bild rein, ne? Weil es ist, wenn da jetzt zu viel passiert, man kann nicht halt nicht leider alles sehen. Ja, das ist leider unmöglich. Blenden hier nochmal ganz kurz die Wetterbedingungen jetzt hier fürs zweite Sprintrennen ein.
Ja, und der Mark Short verbessert sich hier. 39.038. Schöne Zeit von ihm. Ist also auch eine sehr gute Rennpace. Und der Ali hat es ja nochmal reingeschrieben. Mark Short geht jetzt gleich im zweiten Sprintrennen vom vierten Platz ins Rennen. Johnny Cotletti leider vom letzten. Und von P11 startet Heinz-Harald Häkel. Das ist der hier, Heinz-Harald Häkel. Fährt ein bisschen spazieren gerade an dem Wild, Klimaanlage angemacht. Oh, zieht sich zurück. Hat keine Lust mehr. Ja, schade, dass der Teamkollege von dem Andi heute nicht dabei ist. Wieder mal nicht. Ja, der Röni Driver hat ja schon beim letzten Mal gefehlt, da hast du recht. Ist wirklich sehr, sehr schade. Damit hängt wirklich alles nur bei Andi. Nur mit 18 Punkten und ich glaube knapp 100 Punkte Rückstand auf das siebtplatzierte Team. Oder sechstplatzierte Team. Wird es schon echt verdammt eng. Bis zum Saisonende da die nötigen Punkte einzufahren, um den Klassenerhalt zu packen. Das wird schon schwierig. Das wird verdammt schwierig. Also da muss dann wirklich Andis Teamkollege mal sagen, ey, ich fahr hier mal mit. Es ist ja immer noch eine Teammeisterschaft und ich glaube, ein Team besteht ja nur Minimum aus zwei Mann. Das sickt den Andi bestimmt auch etwas an. Das wird richtig schwierig für die, für das Team. Okay, wenn man halt mitten in der Saison anfängt, ist das nicht so einfach, ne? Also ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung von Andi. Ja, das stimmt. Die haben weit über 100, 117 Punkte Rückstand. Das ist schon sehr, sehr viel. Ja, das ist einiges. Da gebe ich dir recht. Da sieht es bei mir schon ganz anders aus. Sehe ich gerade. Okay. So, und Andi jetzt hier als letzter über die Ziellinie. Er möchte noch eine Zeit setzen. Duell auf P9 hier im Training und wo kommt er raus? Jo, schöne Runde. Schöne Runde. 39,734. Kann sich so sehen lassen. 10 Sekunden, dann startet der Countdown und dann gibt's nochmal unseren schicken SSR-Trailer. Und dann geht's dann auch gleich direkt in die Startaufstellung. Bis gleich! As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Damit bin ich jetzt erstmal wieder zurück. Ich hatte ja gerade aus Versehen aus der Sitzung rausgeknallt. Bin jetzt aber gerade wieder fix auf Beitreten draufgegangen. Ja, gerade noch so rechtzeitig. Da haben wir die Aufstellung. Die Jungs sind noch nicht in der Einführungsrunde. Wir haben also noch nichts verpasst. Wunderbar.
Oh. Nee, muss jetzt auch gleich losgehen. Haben wir Glück gehabt. Ja, noch wenige Sekunden. Ich hoffe, es drücken ja alle auf bereit. Es ist keiner verpennt. Letzten 5 Sekunden. Und? Jo, ja, sind alle 11 Mann da. Ja, Gott sei Dank. So, Andi ganz vorne, Andreas, ja. Andi dahinter sehe ich. Den Andreas kannst du auch ruhig Andi nennen, ist ja auch sein Spitzname, Andi Lasagnel aus der Formel 1. Ja. Andi, was sie? Ja. Jetzt hatte ich gerade etwas verfriemelt. Ja. Ottmar auf 3, Marc auf 4, Mike auf 5, 6 der Matze, ganz genau, 7 der René, Tobias, 8 der Tobi, 9 der Mario, Marco Erdmann und unser Anton Steiner. Ja, wo ist denn Johnny Cotletti? Steht in der Box. Das hat nicht bereit geklickt. Ja. Oh, da war der Andi aber gerade ganz schön flott unterwegs. Da war der Fuß wohl gerade etwas schwer. So, dritter Sektor, Double File wird jetzt hier gleich eingenommen von allen Fahrern. Der Andi gibt jetzt hier das Tempo vor für den Start. Gefolgt vom nächsten Andi, und zwar von Andi Lasagnel im Falken BMW. Wir schalten einfach mal mit in die Mitte. Und? Ja, habe ich das Tacho, aber nicht mehr vom Andi. Ne? Ah, okay, was, ja, dann lass. Was ist, dann. Und Andi gibt das Rennen frei. Da das sieht auch schon ein BMW in der Arco Erdmann früh rausgezogen, also wegen dem Startvorteil, denke ich mal. Ja, bis jetzt sieht alles so aus. Aber so wie das mir gerade vorkam, hat Andreas Watzi einen richtig, richtig dicken Frühstart hingelegt. Wieso, ne? Die anderen haben verpennt. Ne, darfst du normalerweise erst ab den letzten Startgrid freigeben. Und den hat er noch nicht erreicht. Ich glaube, das war fetter Frühstart. Egal, haben wir nichts mit zu tun. Also ich zumindest. Ich wollte es gerade sagen. Bleibe ich lieber mal auf Ottmar P. und Marco Erdmann. Der Marco jetzt schon auf P3, P4, P4. Ja, der hat dir einen richtig guten Start hingelegt. Au! Oh, du, ach du Scheiße! Au! Oh. Richtig heftiger grad, Unfall! Oh, Backe. Oh, was eine in die Luft geflogen. Richtig heftiger Einschlag. Das sah mir echt nach Matze Lücke aus. René Kramer, sein Fahrzeug richtig zerbeult. Ich glaube auch Anton dabei, ne? Wir werden es gleich sehen. Sein Wagen sieht noch recht in Ordnung aus. Ja, nee, doch ein paar Spaltmaße. Ja, und hinten ist auch ein Licht kaputt. Ja, und René Kramer fährt auch direkt in die Box. Au, Backe, was ist denn da passiert? Schade, schade, schade. Ja, Verbremser.
Die erste Runde immer, ne? Ja, wir haben es vorhin sogar noch mit erwähnt, ne? Man gewinnt hier in der ersten Kurve, ja, dann denken sich die Fahrer wohl, gut, probier's halt eben in Kurve 7. Oh, Schocksperre Not. Ah, das wird richtig Ärger geben. Aber Andy Lasagna und Andreas Mazzi da vorne haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Und die zwei vorne ganz gemütlich gerade ihre Pace, aber Lasagna muss jetzt ja aufpassen, denn der Teamkollege von Andreas, der kommt hier auch in großen Schritten anmarschiert. Und das ist schon etwas ärgerlich jetzt hier für den Anton, dass Marco Erdmann sofort auf P3 vorrasen konnte und der Anton nur auf P7 aktuell. Wir bleiben einfach mal kurz hier vorne. Anton auch mittlerweile jetzt auf P7. Frank, ja, tut mir leid, das kann ich hier leider nicht bieten in Replay. Das würde bei iRacing gehen, aber ihr in dem Spiel leider nicht. Aber es wird mich ja auch interessieren, was da jetzt der Auslöser war. Wir müssen uns jetzt trotzdem etwas weiter nach vorn konzentrieren hier auf den Zweikampf unter den beiden Andis, Andreas Wazzi und Andy Lasagnel. Und wir sehen hier, Andy Lasagnel richtig gute Zeit hingelegt, 38,9. Gute Pace. War damit fast eine halbe Sekunde schneller als ein Vordermann, kommt hier auch sehr nah ran. Da gibt es dann schon die kleinen Berührungen, die kleinen Schmuseeinheiten zwischen den beiden BMWs. Der Andi hat sich schon mal gezeigt. Für die Kurve hat der Andi wohl doch etwas mehr Talent, also Lasagnel. Und Mark Short nach wie vor auf P4. In seinem Acura hält hier auch ganz gut mit, muss man sagen. 39,4 ja, seine letzte Runde und vorne die Jungs, die sind kaum schneller. Nee, langsam ist er ja nicht. Hat er ja im ersten Rennen bewiesen, was er für Zeiten fahren kann. Ach, der Marcello ist auch da. Buongiorno, warum sagst du nichts? Mein Lieber. Und jetzt hier auf der Geraden saugt sich der Lasagnel ran. 2,75 steht am Bremspunkt auf der Uhr. Also schon sehr schnell der BMW. Aber lässt sich eventuell der Andreas Wazzi jetzt einem kleinen Fehler verleiten? Ah, die reißen die Autos doch schon sehr aggressiv hier um die Kurve rum. Und da konnte Wazzi ja auch die Kurve diesmal deutlich schneller nehmen als eine Runde zuvor. Und der Marco Erdmann, der guckt sich das gemütlich von hinten an oder er kommt nicht ran. Eins von beiden. Ja, grüße oh, Kai Hubi. So, und Matze Lyko hat eine Strafe erhalten von der Rennleitung. Ah, und der René Kramer auf P11 zurückgerutscht. Das wird richtig wehtun. Hat ein gutes Rennen hingelegt. Der erste Sprint abgeschlossen auf P5 und fällt jetzt wieder so weit zurück auf P11. Ich meine, es gibt immer noch Punkte, wenn er jetzt das Rennen noch zu Ende fährt, aber trotzdem ist es sehr, sehr ärgerlich und auch Mike Westerwald nur auf Platz 10. Das hat er sich garantiert anders vorgestellt und jetzt kommt hier die Attacke von Andy Lasagnel, schert aus. Wollte wohl inne an der Boxenmauer überholen. Was Andreas Wazzi nicht zugelassen hat, und jetzt die beiden Kopf an Kopf.
Andreas, hier vielleicht die besseren Karten in der Kurve, aber so wie es ausschaut, ist Lasagnel durch. Noch nicht ganz. Nein, sauber hier. Schönes Duell. Schön nebeneinander durch die Kurve gefahren. Also so kann man es echt vormachen. Vorbildlich. Und jetzt kommt ja auch gleich wieder der Konter von Andreas Wazzi. Also die beiden haben es irgendwie heute miteinander. Schon im Qualifying waren die beiden immer sehr, sehr eng beisammen. Und Andi Lasagnel geht in Führung, holt seine ersten Führungskilometer und Marco Erdmann ist jetzt auch direkt hinten dran. Und Andreas Wazzi bremst hier verdammt spät. Wählt seinen zweiten Platz noch. Und Wazzi probiert es hier wirklich an jeder Ecke, fährt hier eine ganz, ganz unkonventionelle Linie. Wunderbares Duell zwischen den beiden und der Marco Erdmann dahinter, der weiß auch nicht so richtig, wie er da vorbeikommen soll. Und Andi nimmt jetzt hier die Linie wirklich ganz, ganz eng entgegen zum ersten Sprintrennen, als er hinter dem René Kramer doch das Defizit hatte mit der Endgeschwindigkeit. Und jetzt hat aber hier Andreas Wazzi den Vorteil vom Windschatten. Und er kommt hier deutlich ran. Er zieht sich richtig wie an einem Seil, wie an der Seilwinde ran an den Wagen von Andi Lasagnel. Aber es wird nicht reichen. Nach der ersten Kurve Lasagnel immer noch in Führung. Und die beiden AKP Sim Racing BMWs lauern direkt hinter dem Falken BMW. Schönes Bild, wie Andi hier gejagt wird von den beiden Jungs. Ja, liebe Leute, so wird's gemacht. Richtig. So geht Racing. Und jetzt haben wir gerade irgendwie ein schönes Bild. AND, AND, MAR, MAR, MAR. Ja. Ah, und Anton jetzt auf 6. Na, der Anton, der schlängelt sich hier Stück für Stück durch. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis er auf P6 kam. Er hing ja jetzt lange Zeit auf P7. Ja, vielleicht war er mit einem Unfall verwickelt ein bisschen, hat einen kleinen Schaden oder so. Weiß man ja nicht. Das könnte möglich sein. Ich weiß es leider nicht. Aber ihm spielt es auch gerade etwas in die Karten, dass Andi Lasagnel hier die Führung hat und die beiden AKP-Fahrer hinter sich behält und etwas ausspielt. Weil so hat Anton die Chance, doch etwas aufzuschließen, denn die Jungs, die verlieren hier ja doch deutlich Zeit. 1.40.3, 1.40.6. Die Zeiten von den beiden Andis. Marco Erdmann etwas schneller unterwegs, letzte Runde. Aber vorbeigekommen ist er nicht. Und Marc Schurt könnte hier eventuell auch mit aufschließen, davon profitieren, von diesem Dreikampf an der Spitze. Aber jetzt Andi 31.014, ne? Also jetzt kommen die Zeiten rein von den dreien. Jetzt haben sie sich gefangen und Andi 39.014, gute Zeit. Damit schneller als die beiden AKP-Jungs. Ne, AGP, ne? Nicht AKP. AGP. AGP, genau. AKP war ja irgendeine Arbeiterpartei. Nicht, dass ich mich hier bei meinem lieben Adi hier unbeliebt mache. Ah, hast du schon. Hab ich schon. Ja, dann moin, tschüss, na, kann ich auch offline gehen. Ciao, ciao. Ciao. Nee, zurück zum Rennen hier. Ja, wer ist der Teammanager von Andi Lasagnel? Ist das Franz Schulz? Ganz ehrlich, das kann ich dir gar nicht beantworten, ob Andi hier bei Falken Junior sein eigener Teammanager ist oder der Franz Schulz Teammanager ist. Das kann ich dir gerade nicht beantworten, aber ich habe hier so einen schlauen Webbrowser, da können wir doch mal nachschauen. Ja, ich auch, ich guck auch mal nach. Ja, dann guck du mal nach, fix. Sehr schön. Vorbildlich da, der Ali. Das müsste ich. Und siehe da, Andi Lasagnel hat sie jetzt schon eine halbe Sekunde rausgefahren. Ja. Und jetzt kommt aber wieder der Windschatten zum Greifen und Wazzi macht kleine Schritte nach vorn. Hat jetzt ausgeschert, ist inner. Oh, na, die Plätze getauscht mit Marco Erdmann. Er hat hier seinen Teamkollegen das Zepter in die Hand gegeben und hat gesagt, hier,
bring du fertig, was ich angefangen habe. Und hol dir den Typen. Und Anton Stoner nach wie vor nur auf Platz 6, fährt hier auch nur eine 1.40.1. Da muss es wohl doch einen kleinen Schaden am Fahrzeug geben. Ja, das denke ich auch. Sonst der fährt kann schneller. Wissen wir ja. Ja, kann deutlich schneller. Wir haben es ja vorhin im Rennen gesehen, 38 Meter und bis 39 ganz tief, na, was die Jungs hier vorne an der Spitze aktuell fahren. Und das sind momentan Zeiten hier von Anton, die sind mir nicht gewohnt. Und er verliert hier auch Zeit. Vor zwei Runden waren es noch knapp 9 Sekunden Rückstand. Jetzt mittlerweile sind es schon 12. Das spielt dann auch eventuell dem Mario Sutter, der aktuell auf P5 liegt, mit in die Karten, dass er den Anton hinter sich lassen kann. Und wer kann doch schon von sich behaupten, vor Anton Stoner ins Ziel gekommen zu sein. Aber Andy Lasagne macht es ja wirklich ganz, ganz souverän. Und Andy kann ja wirklich saubere und wirklich Runden fahren. Also wirklich konstant fahren. Er ist ja nebenbei auch noch in der Formel 1 als Fahrer drin. Und die Formel 1 ist ja auch wirklich kein einfaches Pflaster. Da muss man wirklich sehr, sehr konstant fahren. Jeder kleinste Fehler kann da bestraft werden. Und das könnte Andy heute hier einen ziemlich guten Punkteregen bescheren, denn schnell genug ist er, man sieht's, er ist immer noch vor dem Marco Erdmann und das hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Das ist so eine kleine Überraschung. Ja, Andreas Watz hier war ein bisschen. Ach, du lebst ja noch. Jetzt, ne? Ich hab schon gedacht, du hast den Part von Anton übernommen und hast jetzt für ihn geschlafen. Nee, ja, wollte ich. Ich habe mir gerade noch eine SMS geschickt. Nee, und Andy ist der Manager von dem Junior-Team. SMS, wie oldschool ist das denn? Ja, es ist WhatsApp ist nicht sicher. Und Milch ist Gift, ne? Ja. Was, Milch oder Milch? Milch, Junge, Milch. Milch. Ja, der hintere Plätze, ne? Auf 4 immer noch Marc. 5 Mario, 6 Anton. Ja, Anton verliert hier richtig Zeit. 13 Sekunden, 13,5 Sekunden mittlerweile Rückstand auf die Führung. Wir können ja nochmal fix bei Anton drauf gehen. Vielleicht können wir ja doch einen kleinen Schaden an seinem Fahrzeug erkennen. Ja doch, ich sehe es hier vorne an der Motorhaube, Spaltmaß, out nicht mehr ganz so hin und der Wagen wirkt auch extrem unruhig und auch hinten am Heck. Die Schürze sitzt nicht mehr ganz so sauber und die Heckleuchte ist auch kaputt, aber da ist definitiv ein Schaden. Vielleicht nochmal fix bei Tobi nachschauen, ob er auch davon betroffen war. Ja, auch vorne an der Front von seinem BMW ein kleiner Schaden. Aber wir gehen trotzdem wieder sofort wieder vor auf dem ersten Platz und den zweiten. Denn die zwei geben sich immer noch richtig, Runde für Runde. 26. Ja, das wird ein anstrengendes Rennen für Andy und für Markus werden. Aber ich traue es dem Andy zu, dass er das hier sauber durchbringt. Und ich begrüße hier den Tobi0710. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, und dem Andy traue ich das zu, dass er das hier wirklich sauber nach Hause bringt, zumindest auf dem Podium. Denn wie gesagt, als Formel 1 Fahrer muss man ja hier natürlich auch eine gewisse Konstanz mitbringen. Und die ist vielleicht in der Formel 1 sogar noch etwas wichtiger als hier in der GT3. Und Zweikampf erprobt ist der Andy auf jeden Fall. Das kann man ihnen auf keinen Fall absprechen. Und jetzt sind es noch 26 Minuten, also schon seit knapp 20 Minuten fährt der Andy hier seine Führungskilometer weiter aus. Und es würde mich einfach riesig freuen, den Andy nachher in den Interviews mitzuhören. Deswegen Andy, durchhalten, Nerven zusammen. Und dann schaffst du das.
Ja, verdient hat das ja auch, ne? Durch den Ausfall damals mit dem Renault, wie du sagst, in Indien, Indianapolis. Indien! Indien, sag ich, Indien, ja. In Indien! Auf Indien wollte ich sagen. Stirb leiser. Trink was. Ja, siehste. Der Marc, der Olli will mich umbringen. Andreas Watzi? Ja, richtig. Oh. Da könnte es auch noch spannend werden zwischen den beiden. Ich frage mich jetzt nur, wann der Marco Erdmann sich wirklich sagt, jetzt greife ich hier wirklich volle Kanone an. Aber schau mal, der Andi, der wird hier so gepusht von Marco Erdmann. 38,8. Ich glaube, das ist seine bisher beste Zeit im Rennen drin. Und ist sogar damit eine Zehntel schneller gewesen als Marco Erdmann in der letzten Runde. Ist Tisch kaputt gemacht. Nee. Der Andi in der ersten Kurve immer so einen kleinen, minimalen kleinen Quersteher. Ja, der Andi merkt, dass die beiden Jungs in dem BMW hinter ihm deutlich aggressiver in die Kurven reinbremsen können. Dann muss man ja auch noch sehen, der Marco Erdmann hat hier Windschatten, der kommt richtig nah ran, immer am Ende der Geraden. Da muss er so spät bremsen wie nur irgendwie möglich und dann führt aber die Kurve auch noch so spitz rein. Da kann das schon mal passieren, dass der Wagen leicht die Balance verliert, aber das hat er ja bisher ganz gut gelöst. Aber jetzt wird's eng zwischen den beiden. Jetzt, ich glaube, jetzt hat der Marco hier die Faxen dicker. Jetzt will er's wissen. Ja, abwarten. Und ihr seht, der Marc Schurter, der kommt hier langsam auch dem Andreas Watzi gefährlich nah. Ja, das habe ich auch schon die ganze Zeit im Auge so. Ich gucke auch auf die Zeiten, aber immer 2,5 Sekunden bis 2 Sekunden haben die Abstand noch circa. Aber jetzt wird es enger. Ja, man sieht hier gerade die beiden anderen BMW-Piloten, Anton und Tobi, die verlieren hier immer mehr Zeit vorne auf die Führung. Nur von den beiden. Ich glaube, da kann er sich hier wirklich den Sieg abschminken. So, ich glaube, das ja, hat bestimmt auch irgendjemand geklippt. Meine elend dumme Lache von gerade eben. Hoffentlich. Und falls nicht, würde es garantiert schon mal jemand gemacht haben. Aber der Marcello hat ja gesagt, er hat hier was geklippt. Ja, ich denke mal den Unfall eben. Aber der Marc Short muss auch aufpassen, weil der Mario müsste das sein. Mario ist auch da, der kommt auch mal näher. Also die zwei da vorne, die fahren echt ein schönes, sauberes Rennen gerade. Mario sorgt dann ganz dicht dann auf Marc. Okay, sieht man im Hintergrund halt noch. Ja, im Hintergrund sieht man noch den Andreas Watzi, den Marc Short und den Mario Sutter.
Ach, hier haben wir doch einen Clip, nur fliegen ist schöner. Nur fliegen, ja, von letzter Woche Sonntag? Nee, ne? Nee, nee, von heute. Okay. Fliegen wir Nissan, ne? Ja, im Chat schreibt auch der Jassin gerade, der Marco, der verwaltet das und wartet bloß ab, bis Andi einen Fehler macht. Abwarten. Ja, aber er müsste da jetzt so langsam mal aufhören mit seiner Verwaltung. Denn ich glaube nicht, dass der Andi sich hier irgendwie großartig zu einem Fehler verleiten lässt. Zeiten 39,4, 39,5, ja, die fahren fast die identischen Zeiten die ganze Zeit. Andreas Watz jetzt ein bisschen langsamer gewesen. Ja, die zwei Mario und Marco, die geben sich aber auch gerade. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt zurückschalte auf Mario und Marco, da passiert vorne was. Das ist halt eben die Qual der Wahl, die der Regisseur hat. Deswegen bin ich die ganze Zeit ein Auge auf und werfen auf die Zeiten von den beiden. Es gibt noch einen Dreikampf dahinter mit Andreas Watzi, Marco, Marc und Mario. Oh, die wollen das aussehen. Kommt schon, nur ganz kurz. Ja, ich habe Angst. Ich warte bis auf die Gerade und ich schalte schon mal um, weil auf der Gerade kann ja, sag ich mal, nicht so viel passieren. Nur endet der Geraden vielleicht. Wir jetzt bald mal rauskommen hier. Das geht aber. Das könnte auch ein paar Runden noch was geben hier bei den drei. Ein kleiner Fehler, egal von wem. Und da Hintermann ist vorbei. Direkt nochmal nach vorne. Sorry Leute, aber vorne ist echt natürlich, hier geht es um P1, ne? Ja, und die beiden sind wirklich verdammt eng beieinander, ne? Muss man ja mit sagen. Ja, die fahren gerade unter einer halben Sekunde hintereinander, das ist schon super. Dreiergrüppchen hinten gerade, Mark Short mit der schnellsten Zeit von den drei. Oh, da kann man bis zu zweit raus, Herr Marco. Ja, der Andi ist bestimmt auch schwitzen jetzt und der Marco. Das ist nicht so einfach. Ich würde mal sagen, in einem Rennen ist nie irgendwas einfach, ne? Ja, aber ich fand die Strecke natürlich im Regen noch ein bisschen anstrengender als im Trockenen, ne? Also da war ich echt glitschenass. Hätte ich ein 6er Cabrio gefahren. Andi, bleibt noch alles so hinten. Was geht denn hinten an? Anton immer noch auf 6, das wird nichts. Tobi auf 7. Ich glaube, die haben beide. Ja. Erfahre ich bestimmt später, was mit den Jungs los war. Ottmar P auf 8. Mike auf 10. Ich denke, die sind, waren bestimmt alle mal mit dem Unfall verwickelt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der Mike Westerwald, der kocht gerade richtig vor Wut.
Im ersten Rennen lief es ja nun schon wirklich nicht sonderlich rund für ihn und jetzt im zweiten Rennen passiert auch nochmal sowas. Also, wer kann es ihm verübeln? Jetzt. Oh, Anton ist. Oh, da ist ein Fahrfehler passiert von Mario Sochter oder war das Mark Short? So, da muss ich mal kurz halt abwarten, kurz, was hier passiert. Ja, schalten wir kurz nach hinten. Okay, Mario. Mario Sochter, genau. Schnell wieder nach vorn, schnell wieder nach vorn. Oh, der Stream leckt aber gerade bei mir. Der macht was? Der leckt gerade. Stockt. Na, aktualisier mal. Immer noch. Egal, ich seh's ja flüssig hier. Somit hatte Mark Short ein bisschen Luft nach hinten jetzt, 8 Sekunden. Und kann sich auf den Vordermann konzentrieren. Weiß nicht, was du gerade gesehen hast, Ali. Sorry. Was? Wo? Im Stream? Ja, du ich sehe hier nichts. Nee, bei mir läuft's gerade auch wieder flüssig. Kack deine Hardware ab. Nee, glaube ich nicht. Aber schön, guck mal, echt jetzt, keine Ahnung, wie viele Runden die gerade hintereinander, echt unter. Ah gut, jetzt ein bisschen mehr, immer unter einer Sekunde auf jeden Fall. Teilweise schon unter einer halben Sekunde. Ja, Andi fährt ja ein super Rennen. Also wenn er es durchbringt, ja, dann ist es wirklich hochverdient. Ja, auch für Marco Erdmann, ne? Okay, P2. Zweimal dann auch super und dann war sie auf P3, sind super viele Punkte für die. Wie hast du das Team eben nochmal genannt? AKP, glaube ich. AKP, ne? AKP. Ja, ich habe auch zwischendrin mal gegoogelt, was die AKP war. Ah, ne, durch den Unfall wieder hat das Fahrerfeld echt wieder weit auseinandergezogen. Leider. Die Karte mal kurz einblenden hier. Ja, aber dass die tote Hose im Chat ist, Basti, da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ich meine, es ist ja auch Sonntag, ne? Was willst du machen? Ja. Viel auf der Couch. Aber ich denke mal, der Mark Short hat sich doch ein bisschen mehr erhofft im zweiten Rennen. Obwohl er von P4 gestartet ist, ne? Ja. Yep. Ich habe aber auch gerade eben noch mal fix was gebastelt. Es wurde ja vorhin mal nach einem Replay gefragt. Wir spielen das einfach noch mal ganz kurz ab für euch, den kleinen Vorfall. Mal auf Ottmar P und Marco Erdmann. Der Marco jetzt schon auf P3, P4, P4. Ja, der hat dir einen richtig guten Start hingelegt. Oh! Oh, du, ach du Scheiße! Ah, kam da ganz schön reingerutscht, der Kollege. Jetzt, boah. Schnell wieder umgeschaltet. Nee, das Letzte, was man hört, ist, ach du Scheiße. Ja, sah ganz schön heftig aus. War auch ein schöner Drift. Den Drift hat er nur leider nicht ganz so gut hinbekommen. Ja. Das kann natürlich sein, kurzer.
Ja, die Spannung reißt aber irgendwie ehrlich gesagt gerade etwas ab, weil ich sehe hier wirklich keine große Attacke von Marco Erdmann auf Andy Lasagnell. Nee, ich Es auch sind nicht. nur Und noch zehn, hinten. sind nur noch 10 Minuten zu fahren und der Marco Erdmann, ich glaube, der, der will das Ding einfach nur noch nach Hause bringen oder wartet halt wirklich einfach nur auf einen Fehler, weil er einfach nicht schneller kann. Ah, Marco Short, ist der Abstand zu Andreas Watzi ist auch größer geworden. 5 Sekunden. Ah, und ich sehe auch, der Anton bleibt nach wie vor auf P5. Ich glaube, der kann auch wirklich von Glück reden, dass er sie hier nochmal auf dem 5. Platz vorhangeln konnte. Denn wenn wir jetzt mal René betrachten, bei ihm sieht es nicht ganz so glücklich aus. Nee. Letzter Platz deswegen und auch Mike Westerwald 1 Minute 13 mittlerweile Rückstand. Nur auf P10 liegend. War schade für den René, ne? Ja, das ist doch mal eine geile Antwort. SSR-Orakel, findest du die SSR auch toll? In Anbetracht der Tatsache, dass die Situation danach aussieht, ja, durchaus. Aber merkst du was, Ali? Nee. Erstes Rennen, erste Runde, ganz, ganz großer Crash. Zweites Rennen, zweite Runde, ebenfalls wieder ein großer Crash. Was passiert da zu oft? Also so viel kann ich dir schon mal verraten, Basti. Mario Soda ist Dritter geworden. Das weiß ich nur aus dem Kopf. Und Marcelico ist Sechster geworden. Ja. Noch 7 Minuten 40 zu fahren und Andy Lassagnier ist hier immer noch auf dem ersten Platz. Da legt hier wirklich einen Wahnsinns-Run hin, das kann man wirklich anders gar nicht sagen. Aber klar, Andy Lassagnier steht hier auch wirklich wahnsinnig unter Druck. Er fährt offiziell unter der Flagge von Falken Motorsport. Und Franz Schulz hat es ja mit Falken Motorsport in der Liga A vorgemacht, dass man definitiv um Siege mitfahren kann. Dass Falken wirklich eine Kraft ist, mit der man rechnen muss. Und Andy Lassanel demonstriert das hier gerade in der Liga B auch wunderbar. Ja, und Basti, aktuell sieht es aber doch nicht ganz so rosig aus für deine Fahrer. Marcelico nur auf P9, auch noch mit einer Strafe. Und der Mario Sotta zurückgerutscht auf Platz 6. Stand ja auch eine Zeit lang weiter vorn. Und da hört man im Hintergrund schon den Porsche-Röhren von René Kramer. Das heißt, wir können uns jetzt hier gleich auf eine Überrundung gefasst machen. Und da ist jetzt wirklich der René Kramer das Zünglein an der Waage. Wenn Andy Lassagnier hier anfängt zu überrunden, macht René Kramer rechtzeitig Platz. Schrammler, meinst du die Wiederholung von dem Unfall oder? Oh, und da war Oh, ich gerade sehe den Attacke von Andi. Marco Erdmann inne. Da war jetzt die Schwäche fast perfekt auszunutzen von Andy Lassagnel. Die Schwäche in der ersten Kurve. Und da lehnt sich Andy kurz an dem BMW von Marco Erdmann an, um die erste Kurve für sich zu behaupten.
Gut, dass ich das Replay jetzt gerade nicht nochmal eingespielt habe. Jetzt haben wir nochmal eine halbe Sekunde. Wir könnten es vielleicht nochmal fix einblenden. Wieder mal auf Otmar P. und Marco Erdmann. Der Marco jetzt schon auf P3, P4, P4. Ja, der hat dir einen richtig guten Start hingelegt. Au! Oh, du, ach du Scheiße! Ja, sehr, sehr schwerer Einschlag in die Massen. Richtig heftig! Ja, und links zu posten ist hier verboten. Dafür sind nur die Administratoren und die Moderatoren hier in dem Livestream. Ja, sah schon ganz schön heftig aus. Ja, der fliegende Porsche war das. Ja, aber ich kann nachempfinden, wie sich der René Kramer fühlt. Ich kann's nachempfinden. Oh, kommt der. Ah, kommt nicht der Angriff hier. Oh, da gibt's die Lichthupe an Mazzelico und der lässt dir wirklich großzügig Platz und man sieht vorne seine Front ist wahnsinnig zerbeult. Da sitzt nichts mehr am rechten Fleck. Ja, gut gesehen, direkt Platz gemacht. Okay. Ja, Basti, wahrscheinlich wegen diesen hochemotionalen Ach du Scheiße. Das sind dann aber auch immer so Szenen, weißt du, da kommt es einfach so raus, weil da denkt man gar nicht, sondern das Erste, was einem da durch den Kopf schießt, sagt man dann auch automatisch. Denn eigentlich so, noch 3 Minuten. Denn eigentlich ist diese Szene mehr oder weniger zum Heulen. Und ja, wir sehen sie hier 3 Minuten, Ali. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Andy Lassenier jetzt hier noch seine Führung abgibt. Da müssen noch 2 Runden, müssen die noch packen können. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, glaube ich, hat sich sogar Mike Westerwald jetzt einmal verbessert, ist damit an Mazzelico vorbei und aktuell auf P9. Ja, Mike Westerwald hat sich verbessert um einen Platz. Ja, und noch 7,3 Liter bei Andy Lassanier im Tank, das könnte echt eine knappe Geschichte werden für ihn. Naja, es reicht. Oh, aber der Mario Sochter, der klebt hinter Anton. Und das wird jetzt auch nochmal eine spannende Geschichte. Der Mario Sochter war in der letzten Runde deutlich schneller als Anton. Deutlich, ja. Der Mario Sochter vorbei. Ja, und das irgendwie großartig ohne Probleme, bevor wir überhaupt umschalten konnten. Böser Ali, du hast nicht umgeschaltet. Ich wollte gerade. Da hab ich gesehen, dass der Anton vorbei. Mario an Anton vorbei ist. Tja, ihr seht's. Ja, Anton und Tobi. Ja, Pech hier gehabt. Die waren bestimmt echt in Unfall verwickelt. Schade. Ja, also bei Anton hat man es eindeutig gesehen, dass da hinten am Heck ein schwerer Schaden war. Und bei Tobias, die Front von seinem Wagen war ebenso lidiert. Und Andi fährt jetzt hier in die letzte Runde rein. Noch 1 Minute zu fahren. Und der Marco Erdmann, wenn er jetzt hier den Sieg holen will. Oh, da kommt der Quersteher und verliert hier Zeit. Ich glaube, das war's. Wenn Andi jetzt hier nicht auch noch irgendwo einen kleinen Fehler mitmacht, dann hat er den Sieg für sich sicher. Und das würde mich richtig freuen für den Andi. Ja, klar. Verdient. So richtig verdient aber.
Oh, Marco, ne, von Platz 10 gestartet auf 2 fahren, ist auch schon sehr stark. So, jetzt die letzten Sektor schön hinbekommen. Ah, der Marco, nicht, hat der Marco sich auf der Geraden erhofft, Windschatten oder so. Also ist die Startziel ist ja am Ende, ne? Ja. Und das wird auch nochmal ein richtig enges Ding werden für die beiden. Weil ich glaube, jetzt geht dem Andi nochmal richtig die Muffe. Aber jetzt glaube ich nicht mehr, jetzt hat er durchpackt. Jetzt hat er's und Andi Lasagnel. Nee, Moment. Erdmann kommt nochmal verdammt passiert schnell nichts ran. Aber das wird nicht reichen, passiert es wird nichts nicht reichen. Nein. Und Andi Lasagnel holt sich damit seinen allerersten Sieg hier in der GT3-Meisterschaft von SimSport Racing. Da kann man ruhig mal klatschen. Hochachtung. Ja, Glückwunsch. Marco Erdmann auf dem zweiten Platz. Andreas Watzi kommt als Dritter und komplettiert damit das Podium. Marc Schurt nur ganz knapp hinter Watzi ins Ziel gekommen als Vierter. Mario Soda schließt hier nochmal kurz vor Ende des Rennens als Fünfter ab, hat sich den Anton in den letzten Minuten noch gekascht. Anton Stoner hier mit einem ledierten BMW als Sechster über die Startziellinie. Und da gibt es nochmal einen kleinen ja, Anton, gut, belassen wir es dabei. Tobias Daytona hier als Siebter über die Linie. Ottmar P. wird damit Achter. Ich glaube, das ist auch sein bisher bestes Saisonergebnis. Ja, glaube ich auch. Aber was für ein Rennen heute. Ja, die beiden Rennen haben eigentlich alles in der ersten Runde so viel entschieden, ne? Jeweils. Im ersten Rennen die erste Kurve, im zweiten Rennen, also schon sagst, im siebten, in der siebten Kurve. So, Wiederholung wird gespeichert. Speicher schneller. Screenshots, immer ja damit. Ja, mach mal. Bei mir macht er gerade gar nichts. Ja, das dauert wegen Arbeitsspeicher, wenn hier Replay gespeichert wird, wenn es geschrieben wird auf der Festplatte. Keine Angst. So, zweiter Screenshot ist auch angefertigt. Replay müsste jetzt auch gleich gespeichert sein. Genau da ist es. Und ja, ich würde mal sagen, wir Moderatoren machen es uns jetzt ganz kurz gemütlich. Machen eine kurze Pause. Und dann geht's dann auch gleich weiter mit den Interviews.
Wir kannst du dir schon anschauen, wir haben das kurz geklippt und haben das dann auch im Stream nochmal eingespielt, weil wir nochmal sehen wollten, was war da jetzt überhaupt gerade genau passiert. Und sollte es da Bedürfnisse geben, dass man sich das da nochmal anschaut, ne? Einfach anfragen, Ali und ich, wir haben das Replay. Ne? Jungs, ganz kurz, ich merke hier gerade, hier gab es eine kleine technische Panne. Man hat euch null und gar nicht gehört gerade. So. Jetzt soll's eigentlich gehen. Ich frage mich nur, warum man euch nicht hört. So, sagt mal was, ob man euch jetzt hören kann oder nicht. Hallo? Test, 1, 2. Mal kurz warten, was der Stream jetzt hier verrät, was der ausspuckt. Lasaniel, Test. So, ja, jetzt hört man euch. Ah, ja, schade. Ja, das sind die kleinen technischen Probleme, die manchmal auftreten. Gut, also nochmal im Schnelldurchlauf Mario und dann gehen wir gleich über zum Marco Erdmann. Toll, mein Rennen vergessen. Nee, Qualifying, persönliche Bestzeit gefahren, sehr überraschend, dass der Dritte da rausgesehen hat. Start war Gott sei Dank recht ereignislos, ohne Probleme durchgekommen. Anton und Marco habe ich nicht folgen können, weil die wirklich, wie gesagt, Liga BA unterwegs sind und alle anderen Liga BB und konnte das sauber nach Hause fahren im dritten Platz. Zweites Rennen zu dem Unfall da von meinem Teamkollegen, wie gesagt, kann ich nicht viel dazu sagen. Hat die Karre verloren dann, so wie mir das da geschildert hat während dem Rennen. Und
Ja, im Prinzip ist es wieder Platz 5 geworden. Hätte mehr sein können. Mir hat es leider auch einmal weggedreht. Hinter Mark Short und hinter Andreas, hinter Watzi. Gott sei Dank hat der Anton mir das gleiche nachgemacht. Und so bin ich dann wieder auf dem ursprünglichen 5. Platz dann im 2. Rennen auch ins Ziel gekommen. Gut, also danke nochmal kurz für die Geduld von den Zuschauern wegen der kleinen technischen Panne. Und danke doch mal Mario für deine kurze Zusammenfassung. Auf jeden Fall nochmal Glückwunsch für deinen 3. und 5. Platz. Ja, Ali, danke. Ich würde mal sagen, knüpft du gleich mal den Herrn Erdmann vor. Ich glaube, das 2. Rennen wird da am spannendsten sein, ne? Ja, denkst du auch. Marco, erstmal Glückwunsch und Glückwunsch an den restlichen Podium und den restlichen Fahrer. Ja, Marco, Qualifying P2, Erstrennen P2, Drittrennen P2. Zufrieden, oder? Ja, also ich glaube, man muss schon zufrieden sein, aber wenn man betrachtet, dass halt in allen drei, also so Qualifying und beiden Rennen, auch P1 hätte machbar sein können, dann auch nicht 100% zufrieden. Also im Qualifying gerade ist 37.0 schon eine ganz gute Zeit, aber ich bin auch schon leider mehrfach 36.8 und 36.9 gefahren und die hätte ich heute auch ganz gerne abgerufen. Das hat leider nicht funktioniert. Im ersten Rennen bin ich dann katastrophal schlechte erste Runde gefahren, deswegen war Anton auch sofort 2,5 Sekunden weg. Dann habe ich mich, glaube ich, irgendwann nochmal rangekämpft, weil Anton 1-2 Cut-Strafen bekommen hatte, habe dann aber selber wieder 1-2 dumme Fehler gemacht und bin deswegen nie wirklich in Schlagdistanz gekommen. Deswegen da Platz 2 völlig in Ordnung am Ende. Ja, und im 2. Rennen lief es eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin am Start extrem gut weggekommen, habe noch 2 relativ schnell überholt und war dann, ja, wie wahrscheinlich der gestreamt die ganze Zeit gesehen hat, 35 Minuten mit dem Lasagnier beschäftigt. Und ich hatte mir am Anfang eigentlich gedacht, dass ich mit dem kurzen Prozess machen kann, aber irgendwie war der Andi da nicht eingeweiht. Und ja, ich hatte auch nicht wirklich eine Chance, an ihm vorbeizukommen. Also er war wirklich zu gut in dem Rennen. Ich bin auf der langen Geraden nie wirklich rangekommen, auch im Infield nie wirklich eine Chance gehabt, immer nur so die halbe Sekunde Abstand gehalten und ja, dann hat es am Ende nicht sein sollen. Ja, trotzdem starkes Rennen von dir. Mit dem Ergebnis hast du, glaube ich, den Gesamtsieg geholt, ne? Ja, danke. Ist top. Na, oder der 2. ist der erste Verlierer, nee, ne? Ja, so ein Stück weit schon. Also wenn man das 3-mal macht, dann ja, schon. Ja, Kopf hoch. Super Rennen und konstant. Ich werde zufrieden damit. Danke. Dann knüpfe ich mir jetzt ja gleich mal den Ösi Nummer 2 vor. Moin Anton. Grüß dich. Servus. Ja Anton, du kommst da nur schon etwas mit bedrückter Laune hier in die PK, aber trotzdem, du hast ja erstmal den Sieg im 1. Sprintrennen mitgeholt. Ich glaube, das sollte ja eigentlich schon ein Grund für eine etwas gute Laune sein. Erzähl mal so ein wenig von dem Zweikampf mit dem Marco. Er hat ja schon ein wenig was zusammengefasst gehabt, aber wie war das so aus deiner Perspektive gewesen? Ja, also ich muss halt sagen, also gute Laune ist allgemein schwierig. Ich hatte Nachtdienst, ich bin jetzt seit gut 40 Stunden munter. Da ist schwierig in Stimmung zu kommen. Aber ja, natürlich, erstes Rennen super gelaufen. Kann ich mich nicht beklagen, eben bis auf die paar Cut-Strafen und ist da zum Glück nichts vorgefallen. Und ja, der Marco und ich, wir haben das schön runtergefahren. Und ja, ich glaube, es war auch gut, dass wir in keinen Zweikampf verwickelt wurden, denn das hätte uns vielleicht beiden noch das Rennen zerstört, weil das war ziemlich auf Augenhöhe. Qualifying natürlich auch nicht vergessen. Die Pole bin ich auch zufrieden. Die Zeit war zwar nicht so ganz wie erwünscht, aber Pole ist Pole und da darf man nicht meckern. Was du und trotzdem ja, tust? Zweites, zweites Rennen, war halt, das hat mich jetzt auch mal erwischt und. Ja, das wollte ich eh fragen. Wir haben ja gesehen, dass dein Heck am Fahrzeug doch schon deutlich demoliert war, dass da ein paar kleine, wie sagt man so schön, Schönheitsflecken mit dabei waren. Warst du da mitten im Getümmel dabei gewesen, als auf einmal der rote Ferrari eingeschlagen ist? Ja, der Ferrari hat direkt den Kramer und mich erwischt und ich hatte einen enormen Schaden am Fahrzeug, einen erheblichen Schaden am Fahrzeug und habe mir dann auch nachher extrem schwer getan, irgendwie zum Beispiel an dich, Mario, irgendwie ranzukommen oder ja, das Fahrzeug war fast unfahrbar, jede Kurve nur noch am Gegensteuern und
Ja, das war nicht mehr so lustig. Ja, aber du hast die ja trotzdem nur auf den sechsten Platz gerettet, das immer noch besser als der letzte Platz, ne? Wenn man ja bedenkt, der Mazzelico, der wurde ja mit seinem Schaden dann schon gleich direkt mit bestraft und ja, auch der Mike Westerwald musste dann leider auch nur auf Platz 9 ins Ziel kommen. Der René Kramer, der hat ja richtig Pech gehabt, der musste dann gleich direkt in die Box. Von daher bist du Ja, ja noch ganz glimpflich den mit hat's noch davon schlimmer erwischt gekommen als mich, und ja. ja, wollen wir nicht weiter großartig drauf Ja, eingehen und ich. also wenn man jetzt von einem Fahrzeug voll abgeschossen wird und dann davon spricht, dass man glimpflich davon kommt, dann also passt für mich jetzt nicht ganz zusammen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ja, also ich will so sagen, Ja. es hätte schlimmer für dich ausgehen können, ne? Von daher denke ich mal, ist der sechste Platz schon mal ganz glimpflich ausgegangen, ne? Es sind ja Ja, immerhin noch, nein. sind immerhin noch eine Menge Punkte, die du nach dem heutigen Renntag mit nach Hause nimmst und ich denke mal, da können wir doch schon recht zufrieden sein. Ja, ich habe versucht, einfach das Beste draus zu machen und mehr war halt nicht drin und fertig. Gut, Ali. Gut. Dann P3 im zweiten Rennen, Andreas Vatzi. Glückwunsch dazu. Erzähl uns auch mal für bitte vom Qualifying, vor allem vom ersten Rennen, was da passiert ist. Also, erstmal guten Abend und Glückwunsch ans Podium. Und ja, Qualifying war ich von mir selbst überrascht, dass ich die 736 geschafft habe. Ich war auf Platz 4 gestanden, ich war total überrascht, ich war glücklich über alles. Ja, kein Problem, ne? Da war aber Andi ja wirklich so knapp hinter mir und Tobias ja auch. Das habe ich dann auch, die holen mich bestimmt noch, aber hatte Glück. Ja, das Glück hat mich dann leider verlassen im ersten Rennen. Alles gut gelaufen am Start. Die erste Kurve war super. Zwar ein bisschen Rangelei mit Tobias, aber das war cool, hat Spaß gemacht. Dann war er vorbei und dann hat er sich unglücklich in der zweiten Kurve so leicht weggedreht. Und ich konnte wirklich nicht mehr ausweichen. Und ja, bin ihm halt drauf gekracht. Und durch den Unfall ist mir noch Marc Short hinten drauf gekracht und dann war mein Auto wirklich total schaden. Dann das Pech noch mehr dazu kam, habe ich eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Warum auch immer. Dann habe ich nicht direkt in die Box fahren können. Habe durchfahren müssen, eine Runde fahren, dann wieder in die Box. Ja, da war ja klar, dass ich dann hinten rauskomme. Aber dann war ich überrascht, dass Andi hinter mir noch sogar noch war. Und ich dachte, was ist jetzt los? Durch die Reparatur aber konnte ich die Pace nicht mehr gehen, obwohl das Auto repariert war. Ich konnte nur noch auf Spitze 250 fahren. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja, und da war nur noch die Schlussfolgerung: Platz 11 ins Ziel bringen, egal wie. Und ja. Das zweite Rennen: Startplatz 1. Sehr nervös. Sehr, sehr Haben nervös. wir gesehen? Da wollte ich mich noch entschuldigen, dass ich ein bisschen früh Gas gegeben habe. Ich war wirklich sehr, sehr nervös. Ich habe nach hinten geguckt, es waren Ein alle bisschen gerade. Ich früh ist schon sehr positiv, ne? Es waren knapp Ja, 100 das war. Meter. Es war keine Absicht, also wirklich nicht. Es war. Ja, dann mal das, dann habe ich gedacht, ja, Platz 1 war gut, aber Andi war wirklich. Zwei Rennen wirklich saustark. Wir haben uns noch am Anfang gebettelt, richtig gut. Hat Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, hopp, lass Marco vorbei. Er ist schneller wie ich. Vielleicht kommt er vorbei. Aber wie man ja gesehen hat, ist er nicht vorbeigekommen. Ich gedacht, Alter, was macht denn Andi da vorne? Der hat wirklich den Falken wirklich so um den Kurs geballert. Das war wirklich sehr gutes Rennen von ihm. Und ja, und dann habe ich nur noch Platz 3 ins Ziel bringen wollen. Dann habe ich Angst bekommen, dass Anton ich dann gesehen habe, unten links. Oh weh, Anton kommt, aber da habe ich gehört im Stream durch Patrick, wo uns geholfen hat, der ein bisschen Boxenfunk gemacht hat, dass er einen Schaden hatte. Da habe ich gedacht, oh, hoffentlich habe ich Glück und er kommt nicht, aber ja, das war dann glücklicherweise alles gut verlaufen und ja, bin zufrieden mit Platz 3. Noch ein Ja. bisschen Punkte geholt für Project Pain Racing einzuholen, weil das ist ja unser Ziel. Und wir haben zum Glück noch Viel drei Erfolg. Rennen. Ja, und Also, nochmal. Ja. mir ist es ja vorhin auch aufgefallen, na, dass du ja dann doch auf der Innenbahn von der Stadt Zielgeraden zur ersten Kurve hin
den Marco durchgelassen hast, ne, und hab dann auch schon gesagt, der Andi lässt wahrscheinlich jetzt den Herrn Erdmann das zu Ende bringen, was er angefangen hat, ne? Und wir waren ja natürlich auch sehr erstaunt, dass der Andi sich da rundenlang gegen den Herrn Erdmann verteidigen konnte. Und ich würde mal sagen, perfekte Überleitung zum Andi. Ja, ich glaube, Andi, du warst selber etwas überrascht, dass du so eine Pace heute fahren konntest, oder? Ja, am Anfang schon, ja, das muss ich schon sagen. Als ich dann gesehen habe, dass die beiden Teamtaktik machen, wusste ich schon, es würde jetzt schwer werden. Aber dann sind die Minuten immer weiter runtergeplätschert und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das könnte heute echt was werden. Er war in den Bremszonen wesentlich schneller. Also gerade die erste Kurve und dann das Anbremsen auf die Schikane, da hat er jedes Mal so viel Zeit gut gemacht, da hatte ich wirklich Probleme. Aber Gott sei Dank war mein letzter Sektor, glaube ich, ganz ordentlich vor der entscheidenden Gerade. Und er hatte auch nicht die Topspeed vom Andy Wattzy. Deswegen hat das heute Gott sei Dank funktioniert. Und ja, dann war der Sprit auch wieder mal noch sehr knapp zum Schluss. Andi, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja, gerne, gerne. Du machst gerade hier übelartig den Kürbs, weißt du? Du gewinnst dein erstes scheiß fucking Rennen hier in der GT3-Meisterschaft. Dann auch noch für Falken mit einem neuen Team gegen einen Herrn Erdmann, weißt du? Und du fasest hier vor dich hin, als hättest du dir was, weiß Ja. ich, fünf, sechs Schlaftabletten eingeschmissen. Freu dich mal! Ich habe mich gerade schon gefreut, aber es ist jetzt schon wieder fast eine Viertelstunde her. Ich bin jetzt gerade schon vorher durch die Wohnung gejumpt. Aber der Druck ist auch enorm. Also ich hatte einige Momente dabei, wo ich fast abgeflogen wäre und dann ist man einfach auch erleichtert, wenn man es dann jetzt tatsächlich geschafft hat. Aber ich freue mich, Honey. Yes! Ja, und soll ich dir mal was sagen, Andi? Du hast heute sogar mal gewonnen ohne OP-Auto. Ja, genau. Ja, wohl beim M6 kann man geteilter Meinung sein, aber der Marco hatte das gleiche Auto gehabt, von daher alles schick. Ja, soll ich noch was zum ersten Rennen sagen oder sind wir durch? Du kannst auch gerne noch ein paar Worte zum ersten Rennen verlieren. Ist eigentlich sogar erwünscht. Ist erwünscht. Ja, weil wir haben ja gesehen, dass du ja mitbeteiligt warst bei der Kollision in der ersten Rennrunde. Und da würde mich ja ganz gerne mal aus deiner Sicht interessieren, ob du da genaueres weißt, was da vorgefallen ist. Ich weiß nur die Hälfte des Ganzen. Ich weiß, dass Tobias Daytona in der schnellen Linkskurve das Auto verloren hat, sich quer über die Fahrbahn gedreht hat. Dann ist ein Acura, glaube ich, in ihn reingekracht. Nee, Ich habe versucht, die beiden irgendwie zu umfahren. Und in dem Moment, wo ich sie versucht habe zu umfahren, ich war eigentlich schon vorbei, kam ein NSX komplett in mich reingeknallt. Ja, dann war das Rennen eigentlich schon vorbei, ja. Aber was da jetzt da hinten noch passiert, ist keine Ahnung. Wahrscheinlich dann irgendeine Konsequenz daraus, dass halt zwei Fahrzeuge mitten auf der Strecke stehen. Ja. Ich wollte eigentlich das Auto, ich hatte echt schon überlegt, dass ich das Auto abstelle, deswegen bin ich doch ewig stehen geblieben, aber dann habe ich mir überlegt, nee, jetzt fahr das Rennen einfach zu Ende, kassierst jetzt nicht noch eine Strafe dafür. Und es hat mir auch tatsächlich viel gebracht, weil ich das Setup dann geändert habe zum zweiten Rennen hin, dass das Auto ein bisschen stabiler lag und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, weiterzufahren. Tja, So. würde man sagen, das waren bodenständige Worte von einem Herrn Andy Lasagnel, ne? Um mich da noch ein wenig bei dir mehr einzuschleimen, ne? Ich habe dich ja auch nur wirklich verdammt oft mitgelobt, ne? Also ich sag, da du ja auch nebenbei in der Formel 1 mitfährst, ne? Da ist ja wirklich Konstantes von, ist Nonplusultra, wirklich ist A und ist O. Weil jeder kleinste Fahrfehler wird dort deutlich härter bestraft als hier in der GT3-Meisterschaft. Und ich denke mal, das hat dir heute wirklich jede Menge mitgebracht, dass du das erste Rennen wirklich durchziehen konntest und dich auch vor dem Marco Erdmann behauptet hast. Und in diesem Sinne auch nochmal herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ich wiederhole mich gern, ihr merkt's. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Zuschauern, die heute wieder mit eingeschaltet haben und so die eine oder andere kleine technische Panne wieder mit verkraftet haben. Ich wünsche aber trotzdem auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und falls ihr jetzt noch jemanden grüßen wollt, Jungs und Mädels, dann tut's bitte jetzt und die abschließenden Worte gebühren dann heute mein Co-Moderator Ali Dakum.
Patrick für die Hilfe. Und an alle da draußen, dass ihr wieder alle zugeschaltet habt. Und ein Dankeschön an euch zwei, Ali und Hannibal, für die Moderation. Gern geschehen. Und es ist immer wieder schön, euch zu hören. Und ich freue mich aufs nächste Rennen und wünsche euch allen einen schönen Abend und lasst die Korken knallen. Ja, Marco, du ja. Auch noch. Ja. Oder Anton. Wer mag, das mache ich. Achso, ich kann mich nur meinen Teamkollegen anschließen. Vielen Dank ans Team für die 2 Wochen Hilfe. Ich danke an euch beiden fürs Kommentieren und für den Regisseur. Ja, das war's von mir. Ja, dann mache ich weiter. Ich grüße alle meine Teamkollegen. In Matze, in Dave, in Sebastian, in Kevin. Ja, alle Zuschauer natürlich. In Yassin. Mit dem haben wir auch ein paar Runden gedreht, hat er sich auch einmal in den Ferrari gequetscht, in Fuji. Ja, und wie eigentlich schon immer, Daves Mama. Was ist mit Merlins Mama? Wer ist Merlin? Geh ins Bett. Geil. Geil. Anton, du noch als letzter hier im Bunda. Ja, also ich möchte natürlich das gesamte SAT-Team grüßen, wie immer. Meinen Teamkollegen, den Tobi, der auch 2 echt starke Rennen gefahren ist. Und vor allem auch im 2. Rennen dann auch den erheblichen Schaden noch wirklich gut ins Ziel gebracht hat. Und ja. So, Ali ist eingeschlafen, er hat den Part von Anton übernommen. Nee. Ja, genau. Ja, von mir auch. Danke an die Zuschauer, danke für das Rennen. Glückwunsch ans Podium und restliche Fahrerfeld. Dann, ja, von mir aus noch grüßen möchte ich keinen. Guckt eh keiner zu, den ich kenne. Dann geht's Dienstag weiter mit Liga D. Moderatoren, keine Ahnung, wer das jetzt übernimmt, weiß ich nicht. Hannibal und ich in 2 Wochen wieder Liga B. Steht fest, ne? Und dann, ja, klar, du hast mich jetzt überredet, also bist du auch dabei. egal, wie auch immer, ich werde auf jeden Fall da sein. Von mir aus einen schönen Sonntagabend. Wir hören uns, sehen uns spätestens Dienstag im nächsten Rennen. In dem Sinne, schönen Sonntag. Adios, amigos.